Nachdem wir beim letzten Mal uns durch die finsteren Grabhügel gekämpft haben und diese ganz knapp gewonnen haben, wir uns entschieden haben und alle Feinde getötet haben, sind wir auf weitere mysteriöse Ereignisse getroffen, die es sich zu untersuchen lohnt. Vorher allerdings müssen wir uns etwas ausruhen und begeben uns deshalb von den finsteren Grabhügeln in Richtung der Stadt Gloomhaven. Und während wir auf der Reise sind, auf den Straßen zurück nach Gloomhaven, das liegt ja relativ nah an den Grabhügeln heran, wird auch wohl so weiter nichts passieren, weshalb wir dann in der Stadt einkehren und uns etwas ausruhen, einen Tag für uns nehmen und einkaufen. So, ich habe gehört, wir haben jemanden, der etwas einkaufen möchte. Der Tinkerer hat beim letzten Mal zwei Felder Coins gelootet, hat dann vier Gold bekommen. Und das reicht allerdings nicht, um irgendwas Tolles zu kaufen. Aber wir haben noch unsere Schurken. Ja, die natürlich auf die Münzen im ganzen Dungeon ziemlich versessen war, ganze 10 sammeln konnte. Und bei einem Abenteuer von Stufe 1 entspricht das 20 Goldmünzen genau genug, um mir den Mantel der Unsichtbarkeit mit ins nächste Abenteuer nehmen zu können. Im Prinzip für die, gerade für die Schurken, ein ziemlich starkes Item in Kombination mit einer bestimmten Karte. Der Mantel erlaubt es bei Verbrennen, dauerhaften Ablegen der Karte, für einen Zug den Status unsichtbar zu bekommen. Kann man natürlich wie jedes andere Item, fast jedes andere Item im eigenen Zug aktivieren, zusätzlich zu eigenen Aktionen, was ein ziemlich großer Vorteil ist. Dadurch, dass die Schurkin aus der Unsichtbarkeit heraus wesentlich besser agieren kann und durch die hohe Bewegungsreichweite sich auch hinter die Gegner begeben kann, ohne sofort angegriffen zu werden. Genau, das Item wird gelostet, das könnt ihr auf der unteren Karte da kennen. Das heißt, es ist in diesem Szenario dann nicht mehr zu benutzen, aber für jedes weitere danach. Also einmal Karte, sondern nur einmal für das Szenario. Gut, dann sind wir fertig mit Einkaufen oder hast du noch was? Ist alle, Nee, ne? ich wäre soweit. Gut. Ich bin zwar reich, aber so reich auch nicht. Unser Cracker kann auch nichts kaufen. Dann begibt es sich auf unserer Reise, dass wir ein Stadtszenario auslösen. Und zwar ein City-Event 1 bis 30. Ja, zu den City- und Road-Events, die mache ich beide mal zusammen, die funktionieren nämlich ziemlich gleich. Und zwar gibt es die Karten, wir können ja schon mal ein City-Event ziehen Genau. als Beispiel. Nicht alle, eins. So, das legen wir uns schon mal hier oben hin. Auf diesen City-Events gibt es einen Vorlesetext und darunter immer zwei Optionen. Diese Optionen wählen wir natürlich ganz basisdemokratisch. Ja, niemand wird hier versuchen, mit Tricks und hinterlistigen Intrigen die anderen dazu zu bewegen, eine ungünstige Option zu nehmen. Wenn eine Option dann ausgewählt ist, wird die Karte umgedreht. Da findet sich für jede Option ein Ergebnis. Das kann entweder ein Ergebnis sein, das einfach so abgehandelt werden kann. Es kann aber auch ein Ergebnis sein, das je nach Gruppenkonstellation unterschiedlich ausfällt. So ist ein gutes Beispiel dafür ein Einbruchsversuch in ein Anwesen. Natürlich wesentlich einfacher, wenn man die Scoundrel dabei hat, die ja nun ein wenig Erfahrung in Einbrüchen hat, das allerdings niemals zugeben würde, sodass man da eine Belohnung bekommen würde, vermutlich, während es ohne einen entsprechenden Charakter durchaus schief gehen könnte, was dann Nachteile für die Gruppe nach sich ziehen würde. Außerdem muss man immer auch weiterreichende Konsequenzen der möglichen Wege, die man dort beschreitet, bedenken. So kann es natürlich sein, dass man für einen solchen Einbruch zwar eine Belohnung bekommt, aber der Ruf in Gloomhaven, der Ruf der Gruppe in Gloomhaven darunter leidet. Genauso kann es natürlich sein, dass man selbstlose Taten vollbringt, die Verluste erstmal mit sich ziehen, unmittelbar, aber den Ruf in Gloomhaven oder den Wohlstand der Stadt auf Dauer steigern. Man darf da also nicht nur auf den eigenen Vorteil achten, das kann man natürlich, aber muss eben auch darüber nachdenken, insbesondere wenn man das Spiel im Kampagnenmodus spielt, welche längerfristigen Ergebnisse man damit erzielen kann.
Als wir gerade nach Vorräten suchen auf dem versunkenen Markt, wandert unsere Hand instinktiv zu unserer Geldbörse an meinem Gürtel oder an unserem Gürtel und stellen fest, sie ist verschwunden. Mit schnellem Auge scannen wir die Gruppierung, schauen nach links, nach rechts und können einen kleinen Wurmling erkennen, der gerade von uns weggeht und zwar direkt in Richtung der Sewers, in Richtung der Kanalisation. Genau, Option A, give a chase, no one steals from you and gets away with it. Also wollen wir ihn verfolgen und ihn aufhalten, denn niemand beklaut uns. Oder möchten wir ihn mit einem clear shot, mit dem Bogen ja, erwischen, noch bevor er in dem Sewer verschwunden ist. Gilt dieses City-Event für jeden Charakter? Ja. Das City-Event ist für die gesamte Gruppe, also wir wurden alle beklaut gerade. Okay. Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Also, ich bin ja nun selbst nicht Teil der lichten Gesellschaft dieser Stadt als Scoundrel. Dementsprechend sympathisiere ich natürlich auch ein wenig mit dem kriminellen Element und bin der Meinung, wer es schafft, uns zu beklauen und damit zu fliehen, der hat es doch irgendwo auch verdient. Ich wäre also nicht dafür, einfach Gewalt anzuwenden, sondern die Verfolgung aufzunehmen. Ja, denke ich auch. Also vor allem, weil ich sowieso nicht mit dem Bogen umgehen könnte. Ich werde höchstvermutlich, wenn ich dann den Bogen schnell greifen könnte, verfehlen. Und ich wäre auch eher dafür, dass wir auf Abenteuerjagd gehen und diesen kleinen Wurmling verfolgen. Der Crackhead sieht das zwar anders, kennt sich nicht aus, kann sich schlecht bewegen in der dunklen Kanalisation, wo auch immer dieser Dieb dann verschwindet, aber muss sich wohl dem Willen der Gruppe beugen. Wunderbar, stimmt. Unsere Scoundrel muss einfach vorgehen. Zum Glück habe ich gerade all mein Geld ausgegeben und kann deswegen nicht ausgeraubt werden. Ha. Ja, dann werden wir das City-Event jetzt mal umdrehen. So nicht. Und wir haben Option A gewählt. Die decke ich jetzt mal auf. The Wurmling escapes into the sewers. Der Wurmling entkommt in die Kanalisation, aber der Mind Thief, also der Gedankenschinder, ist in der Lage, ihn zu verfolgen. Catching up as a catbird enters his nest. So. Ja, jetzt sehen wir hier oben das, was gerade vorgelesen wurde. Das hier ist das Symbol des Mind Thief, der ja selbst ein Wurmling ist. Den haben wir hier direkt daneben liegen. Hätten wir einen Mind Thief in der Gruppe, würde diese Option hier oben jetzt in Kraft treten. Da wir den leider nicht haben, tritt die andere Option in Kraft. Otherwise. Wurmling disappears. Er verschwindet in den Kanalisationen und du versuchst sie zu verfolgen, aber nach ein paar Minuten sind wir hoffnungslos verloren und dazu gezwungen aufzugeben. Lose 5 Gold each other. Ja, so. Du bist sowieso auf Null. Ich hatte 4 Gold und verliere dann alle meine 4 Gold. Und was wir jetzt auch noch sehen, ist die Angabe, dass die Karte bei Option 1, hätten wir den Dieb geschnappt, zerrissen worden wäre im physischen Spiel. Hier wird sie dann eben einfach aus dem Spiel entfernt. Während die Karte jetzt, weil wir den Mind Thief nicht dabei hatten, wieder zurück ins Deck gemischt wird. Es könnte uns also bei unserem nächsten Aufenthalt passieren, dass uns der gleiche Dieb erneut ausraubt. Bis wir ihn haben. Was wir nicht tun, weil wir keinen Mind Thief haben. Wir brauchen einen Mind Thief in unserer Gruppe. Gut, damit ist das Stadtevent an dieser Stelle beendet und wir können eigentlich trotz Regeneration dann mit guter Laune wieder aufbrechen. Wir haben zwar einige Verluste, aber unsere Scoundrel hat ein schönes neues Artefakt und wir haben viel Erfahrung gesammelt im letzten Abenteuer, sodass wir jetzt aufbrechen in die nächsten Tiefen. Wir müssen noch ein Road Event machen. Genau, ich habe schon ein zufälliges gezogen und es sieht aus, als hätten wir heute nicht besonders viel Glück. You see a lone walking man. Ihr seht, beziehungsweise wir sehen einen allein reisenden Mann, der auf uns zukommt auf der Straße. Als wir ihm begegnen auf unserem Weg,
wendet er sich an uns und beginnt zu sprechen. Ihr da, ich würde vorschlagen, ihr würdet ein bisschen Geld an mich abgeben, ein paar Coins, fragt er uns. Ein bisschen mehr Geld, vielleicht sogar. Wir können ihn uns ansehen und dann beginnt er weiter zu sprechen. You see, I lead a lot of thieves and bandits in this area. Wisst ihr, es gibt ja eine ganze Menge an Banditen, Dieben, Räubern in diesem Abschnitt. Und wir wollen doch sicher gehen, dass ihre Münder gesättigt sind. At this, a large number of bandits come out of hiding around you, emerging from the bushes. Um die Büsche herum, um die wir stehen, treten eine ganze Menge von Banditen. So about that coin, the man says. With a smile, 5 gold per head. Oh, do it. Ja, wir haben leider das Geld nicht. Es tut uns leid, guter Mann. Wir sind bereits ausgeraubt worden. Ja, also, hey, the thieves, ne? Können wir eigentlich machen, ohne dass uns was passiert? Auf einer gamistischen Ebene sollte das funktionieren. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass auf der Rückseite der Karte dann steht, wenn wir 5 Gold pro Person bezahlen können, oder 5 mal Anzahl Charaktere, möglicherweise, dann geschieht uns nichts und ansonsten passiert etwas. Andererseits, wenn wir dem Angriff widerstehen wollen, wird uns höchstwahrscheinlich auch irgendetwas passieren. Aber wollen wir resisten? Ich weiß es nicht. Da wir kein Gold haben... Wir hätten was zu gewinnen, wir haben nichts zu verlieren. Außer unser Leben. Das stimmt. Ich sage resist the robbery. Killing as many thieves as you can. Wir sind Helden. Ich bin dabei. Ich lasse mich nicht zweimal an einem Tag ausrauben. Es geht gegen meine Verbrecherehre. Drehen wir die Karte mal um und schauen uns Option B an. Unfazed by the ambush, you draw your weapons and attack the bandits in the bushes. Ja, wir stehen dem Hinterhalt und ziehen unsere Waffen, attackieren die Banditen in den Gebüschen. The leader tries to withdraw, but you cut him down as well. Also wir können auch den Anführer der Gruppe trotz seinem Widerstand nach und nach können wir ihn auch besiegen. Bezwingen. Zwingen. There are a lot of bandits, but they don't put up too much of a fight. Es sind eine ganze Menge, aber sie können gar nicht so gut kämpfen. They seem weak and malnourished. Sie sehen schwach und kränklich aus. You guess the leader wasn't kidding about needing to buy food. Also, die waren wohl gar nicht so sehr schurkisch, sondern waren tatsächlich sehr arm. All start scenario with 3 damage. Und 3 Schaden für jeden Charakter, aber dafür wurden wir nicht ein zweites Mal ausgeraubt. Dafür hätten wir kein zweites Mal ausgeraubt werden können. Das stimmt. Ich muss gerade gucken. Ich habe insgesamt eine HP von 8. Bin ich jetzt bei 5. Ich bin bei 6. Nein, ich bin auch bei 5. Ich bin bei 7. Und die Karte wird zerrissen. Entfernt. Immerhin haben wir die Banditen ja Kraft unseres Widerstandes ausgelöscht, also werden die uns nicht noch ein zweites Mal ausrauben. Barrow-Layer. Gut, dann die Grabhügelhöhle. Jetzt können wir vordringen, nachdem wir etwas geschwächt sind von diesem kleinen Überfall, der uns aber auch nicht wirklich aufgehalten hat. Der Gestank von Tod und Verwesung wird stärker, als wir die Leichen unsanft zur Seite schieben und tiefer in die unterirdischen Grabstätten vordringen. Wir hören dumpf, gedämpfte Stimmen und bahnen uns unseren Weg durch ein Labyrinth von Grabkammern. Als wir schließlich die Tür zu einer kleinen Kammer aufbrechen, können wir eine Gruppe von boshaft lächelnden Männern gegenüberstehen. Sie richten ihre Bögen auf uns. Offensichtlich bewachen sie etwas. Wir scheinen hier richtig zu sein. Sonderregel: Füge dem Angriffsmodifikator-Deck jedes Charakters 3 Verfluchtkarten als Szenario-Effekt hinzu. Das ist ja toll.
Ja, das ist toll. Voll so, cool. Wir wollen erstmal das Game Setup aufbauen. Szenario Nummer 2, Create My Pin Rooms. Wir warten etwas. Zack. So, dann haben wir die Verfluchtkarten. Super, kann was tun an die Verfluchtkarten? Die Verfluchtkarten werden dem Deck zusätzlich hinzugefügt und funktionieren genau wie ein Fehlschlag. Die Verfluchtkarte ist also einfach ein Nicht-Treffer. Der Angriff verpufft im Nichts und danach wird, wie auch bei der... Nein, wird es tatsächlich nicht. Es wird nicht das Deck neu gemischt, im Gegensatz zum normalen Fehlschlag, wo das Deck ja danach genau wie bei dem Mal-2-Modifikator neu gemischt wird. Bleibt die Verfluchtkarte im Ablagestapel. So, denkt an die Decks nochmal durchzumischen danach. Nicht, dass die Verfluchtkarten alle oben liegen. Dann hat sonst jeder, schaffen wir es nicht über den ersten Raum hinaus. Dann hat jeder 3 Stück. 23 Modifier-Karten. Und wir können uns schon mal eine Coin raufziehen. Jetzt eine Coin. Damage-Counter brauchen wir nicht. Gut, meine Freunde, sehr gespannt. Ja, was sind das denn für Bärenfallen hier vorne? Lass mich mal in die Ecke. Ich würde gern hier starten. Mir auch nochmal um. Endlich. Gut, ich glaube, damit können wir anfangen. Ich muss gerade nochmal meine Karten aufnehmen. 12 Stück. Und ja, ihr kennt das Spiel. Wir brauchen eine Initiative, wir brauchen eine obere Karte und eine untere Karte. Zum Glück sind wir nicht brennend oder so ein Blödsinn. Ich erinnere mich an ein Szenario, dass alle Spieler mit einer Wunde starteten. Ja. Ihr habt zugehört. Durften wir dann erstmal alle Charaktere heilen, bevor wir vernünftig anfangen konnten zu spielen. Bedeutet eine Wunde? Du bekommst in jeder Runde einen Punkt Schaden, der Rüstung ignoriert. Sehr schön. Ja, das ist ungefähr so eklig, wie es klingt. Vor allem geht die Wunde eben erst weg, wenn der Charakter geheilt wird. Gut, also, ich muss mich gerade ein bisschen orientieren. Was haben wir denn an Gegnern? Bandit Archers, 1, 2, 3 Stück. Das heißt, wir müssen angreifen, sonst schießen wir uns die ganze Zeit ab. Genau. Ich würde ziemlich zeitig den Bandit Archer 6 aus dem Spiel nehmen wollen. Ja, du bist dran. Allerdings, naja, eigentlich ist auch egal, was die Bärenfalle macht. Ich würde zuerst mal meine Smoke Bomb nutzen, um einen Pull 2 mit Reichweite 3 durchzuführen auf diesen Archer in meine Richtung. Der bewegt sich also 2 Felder. Ja. Hierhin. Bewegt er sich über die Bären. Ja. Okay. Er bewegt sich in gerader Linie auf mich zu, löst damit die Bärenfalle aus. Ausgezeichnet. Die sollte 2 Schaden verursachen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Habe ich schon mal reingetan. Abhängig vom Szenario-Level? Oh, es ist tatsächlich eine Stun-Trap. Er bekommt also keinen Schaden, sondern den Zustand Stunned. Genau, die Betäubungsfelder 2-mal sehe ich hier gerade. Genau. Und bekommt er sonst keinen Schaden? Ich glaube, er bekommt sonst keinen Schaden. Und du hast einen Stun-Token, ne? So, damit ist dieser Archer stunned. Gut, das war die erste Aktion von dir. Er wankt auch schon. Ja. Durchaus betäubt von deinem mächtigen Haken. Mal sehen, ob er gleich nicht nur wankt, sondern fällt. Denn als nächstes bekommt er von mir den Flanking Strike. Attack 3, add plus 2 und ein Experience, wenn der Gegner neben einem meiner Verbündeten steht. Das ist mit dem Crackard der Fall. Sehr gut. Kommt der Attack Modifier und es ist plus 0. Damit bekommt der Archer 5 Schaden von mir. 5 Schaden? Keine Rüstung und ist damit besiegt. Laber nicht. Würde gerne nochmal dran erinnern. 3 plus 2.
Weil ich es selber vergessen habe. Ich weiß nicht, ob ihr es gemacht habt, aber wir müssen nochmal Battle Goals ziehen. Oh, das stimmt. Ich. Na, Einwand. Ich hoffe, ich kriege besiege einen Archer in einem Schlag. Zwei Battle Goals ziehen und eine davon auswählen. Ja. So, ich habe mein Battle Goal ausgewählt. Gut, damit hast du deine Karten gleich schon einmal entfernt. Ah, hätte ich das gewusst, dass du stehen bleibst. Ne? Ich dachte, du sprintest sofort los. Dann fangen wir einfach mal an mit einem Heal 3 auf unseren Savas Crackheart. Auf Range 3. Das ist der erste. Und dann fangen wir mit einem Heal 2 auf unsere Scoundrel. Machen wir weiter. Discard, Discard. Ich bin fertig. Die Archer sind dran. So, die Archer schießen ganz normal. Das Problem ist, der Bandit Archer, der möchte sich erstmal wieder von dir entfernen. Das kann er auch. Er hat eine Move 0, er hat eine Attack plus 0. Er würde in diesem Feld zweimal gehen und er würde 2 Schaden machen. Sehe ich das richtig? Ja. Welcher Bandit Archer möchte sich denn entfernen? Ich wollte gerade sagen, der ist schon tot, ne? Ich hatte ihn schon gar Meinst du den Bandit Archer, der zu einer Münze geworden ist? Ja, ich glaube, die läuft nirgendwo hin. Gut, dann Entfernung haben sie für uns alle. Sie greifen den am nächsten an. Das ist unser Crackheart, dafür ist er da. Die würden 3 Schaden machen. Wir jawn einfach mal. Warte. Entschuldigung. Minus 1, das heißt, er macht 2 Schaden an dir. Kann das sein? Bei minus 1 sind 2. Nee, das warte, ist so richtig. Warte. Wo ist denn der Schaden? Die machen nur 2 Schaden. Minus 1 ist 1. Nee, tatsächlich nur 2 Schaden. Die machen tatsächlich nur 2 Schaden. Nur 2 Schaden, genau. Das heißt, er macht am ersten, macht er 2 und ich ziehe einen weiteren. Der macht dann 3 Schaden. Das heißt, du gehst von deinen 10 runter auf 6. Nein, einmal 1 und einmal 3. Einmal 3, genau. Ja, doch, von 10 auf 6. Ja. 1 und 3 sind 4. Oh, so. Verdammt. So viele Dinge. Ist der Archer durch. Service Crack hat das dran. 46. So, ich bewege mich zuerst diese 2 Felder hier oben. 1, 2, ja. Ich kann dann mit meiner Attack beide gleichzeitig mit einer Attack 3 angreifen. Ein Roundhouse Kick. Opposing so. Strike. Hier ein Attack Modifier. Sehr gut. Das ist sogar dann plus machst du 4 1. Schaden. Sehr schön. 4 Schaden, beide sind auf 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und du bekommst einen Experience Points. Ja. Das ist deine erste. Experience, den muss ich mir auch aufschreiben. Deine erste discarded und du hast eine zweite. Das hast du aber nur zur Bewegung benutzt, ne? Die habe ich schon benutzt, das war Bewegung. Alles klar, dann ist discarded und die Runde ist beendet. Wir dürfen uns wieder Sachen aussuchen aus unserem 45 Experience sind übrigens notwendig, um das nächste Level zu erreichen. 45? Ja, das ist eine ganze 45. Jemand von euch will keiner Long Resten? Oder Short Resten, meine ich? Nein. Nee, hab ich jetzt nicht vor, nicht in diesem... Deswegen sage ich ja. Ja, ich könnte jetzt natürlich schon Dinge tun, aber ich will das nicht. Ich will das noch nicht tun. Das machen wir später. So, ich werde versuchen, möglichst früh reinzukommen. Dann können wir schon die Tür öffnen, damit ich als erster drin bin. Ja, ich werde versuchen, die beiden Archer da direkt auszuschalten. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Würdest du das hinkriegen, sie beide auszuschalten? Falls ich keinen Cursed-Modifikator ziehe, sollte das funktionieren. Kann ich dann schon gleich die Tür öffnen? Du könntest dann so oder so die Tür öffnen, ja. Gut, dann tue ich das in dieser Runde. So oder so? Machst du das mit einer hohen Initiative? Also falls unser Scoundrel versagt? Ich würde erstmal die Scoundrel ausschalten lassen, also dann kannst du immer noch reagieren. Ich werde wohl als erstes dran sein. Bist du in einer einstelligen Initiative? Nein, gerade so nicht. Bist du in einer verdammt niedrigen zweistelligen Initiative? Ja, gerade so. Okay. Dann lasse ich erstmal die Scoundrel machen und stürme dann aber trotzdem relativ früh rein. Also ich sollte dann wahrscheinlich noch vor dem Tinkerer dran sein. Aktuell hast du noch keine Initiative-Karte gelegt, ne?
Lass mich meine Initiative noch einmal ganz kurz prüfen, bevor die Runde losgeht, ob ich meine Karten noch in der richtigen Reihenfolge habe. Ja. Gut. Sie liegt. Start round. Human Scoundrel 10. Ja, ich packe mal meine Wurfmesser aus. Das ist auf eine Reichweite von 3. Ja, 1, 2, 3. Damit treffe ich beide. 1, 2, 3, ja. Sind das jeweils ein Angriff mit Attack 2. Hey, komm, das muss jetzt klappen. Ist für jeden. Ja, sollte es. Für jeder von denen bekommt einen mit einem eigenen Modifikator. Wir gehen von links nach rechts. Archer 4. Okay, Archer 4. Yes, plus 1. Oh, yes. Und dann Archer der andere, Archer 5. Plus 1. Oh, yeah. Damit sind beide erledigt. Und ich wäre nicht die Scoundrel, wenn meine zweite Aktion nicht Loot 1 wäre. Ja, den wollte ich noch nicht machen. Ich hatte Loot 2 hier rumfliegen, aber ich dachte, ich gehe erstmal, weil die sonst gelostet wird. Ja, das habe ich auch, aber Loot 2 lohnt einfach nicht für 2-3 Münzen. So, der Scrackhards erste Aktion wird sein, sich auf dieses wunderschöne Open-Feld zu stellen. Ah ne, es geht ja gar nicht automatisch. Oh, er wird die Tür öffnen. Junge. Gut. So, zählt die Tür als Feld mit? Stopp. Die Tür zählt als Feld und es gibt einen Vorlesetext. Ihr öffnet die Tür zu einer großen Grabkammer mit vielen Särgen. Weiter hinter steht eure Zielperson. Der Mann passt zu eurer Beschreibung, allerdings ist da ein merkwürdiges Leuchten in seinen Augen, das ihr zuvor nicht bemerkt habt. Wer seid ihr, dass ihr denken könnt, ihr könntet die Arbeit von Gloom stören? Dunkle Energie umströmt seine Hände, während er spricht. Werde euch zeigen, womit ihr es zu tun habt. Sonderregel. Die Türen sind verschlossen in diesem Raum und können nur von dem Anführer der Banditen geöffnet werden. Und das passiert in einem Boss-Special. Wenn wir eine richtige Karte ziehen. Das Lustige daran ist, dass seine Augen von unheimlichem Leuchten umspielt werden, während er eine Augenklappe trägt. Stimmt. Oh, böse. Sein ehemaliges Auge wird von einem unheimlichen Leuchten. Hinter der Augenklappe können wir das Leuchten erkennen. Gut, haben die eine, das sind das Archer, ne? Archer und der Bandit hat noch keine Initiative, der muss noch eine ziehen. Ja, die Archer sind ein Elite und ein normaler Archer. Ist das ein Elite-Archer? Das ist ein Elite-Archer. Der Boss ist bei der 36 dran, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Service Cracker, du hast dich einmal bewegt? Kannst du dich noch weiter bewegen? Ja, aber ich komme nicht an die beiden ran. Zählen können die Archer über diese Sarkophage drüber? Nein, schießen? Nein. Und was wir machen wollen, was wir beim letzten Mal auch schon, was sich als sehr, sehr gut erwiesen hat, ist, wenn wir uns hier verstecken und die nicht an uns herankommen. Genau, das hatte ich vor. Der Boss hat übrigens noch eine Sonderregel, denn bis jemand Tür 1 öffnet. Tür 1. Tür 1 ist, das hier, Tür 1. Ne, A, B, C, D sind das. Und, Er hat doch keine Sonderregel, denn diese Regel gilt nur, bis Tür 1 geöffnet ist. Und Tür 1 ist die Tür, durch die wir gerade gekommen sind, offensichtlich. Nein. Ups. Wer hat denn da drauf gedrückt? War ich aus Versehen. Ich wollte Rechtsklick machen. So gucken, dreh mal die Zeit Türen zurück. Was sind. Geht jetzt gerade? Ich mache die Zeit zurück. Bitte nicht drücken. Ja, ich wollte gucken, welche Türen das sind. Ja, nicht drücken. A, B, C, D. Steht im Szenariobuch. So. Oh. Und bis er halt keine Sonder gezogen hat, passiert da halt gar nichts. Dann macht er ganz normalen Angriff. Nee, until door one is opened steht hier als special rule. Allerdings haben wir door one ja schon geöffnet. Genau, das ist Tür 1. Gut, möchtest du dich noch weiter bewegen? Ich hätte mich gerne noch in der Sarkophage bewegt. Gut, dann, du hast noch eine restliche, du hast dich jetzt einen Schritt bewegt. 2, 3, 4. 4 Bewegungen, was machst du noch? So, ich hätte noch... Ist das clever? Ist das clever, dass du dich da hinstellst? Laut deiner Aussage ja schon. Warum? Der Banditenkommandant übrigens, möchte ich ganz kurz noch anmerken, ist immun gegen Stun, Immobilize und Curse. Voll.
Ich hatte mich eigentlich erstmal hinter die Tür gestellt, aber du hast ja gesagt, dass es sich als gut erwiesen hätte, jetzt hinter diesen Sarkophagen zu stehen. Wenn das restliche Team mitkommt, genau. Ich weiß noch, wie du beim letzten Mal in Szenario 1 einfach in einen Raum gegangen bist, ohne dass die anderen hinterherkamen. Kommt ihr nicht hinterher? Also, die Scoundrel ist schon fertig. Ich komme am Anfang der nächsten Runde hinterher, aber die Archer dürften nach dir dran sein. Mit einer Initiative von... Nein, die Archer waren schon dran mit einer Initiative von 14. Kannst du deine Sachen bitte noch einmal discarden? Discard, discard. Gut, dann hast du dich bewegt und dann kommt jetzt ein Attack. Passiert gar nichts, ne? Die Archer sind dann dran. Die haben allerdings diese Runde eine Sonderfähigkeit. Sie erstellen nämlich eine 3-Damage-Falle in einem neben ihnen liegenden leeren Feld, das am nächsten zu einem Feind gelegen ist. Das wäre für den Elite-Archer dieses hier und für den anderen Archer dieses hier. Können die ja selber reinfallen? Da können sie selbst reinfallen, ja. Aber dann bauen sie sich doch irgendwann zu. Ja, aber das haben wir, das war ja letztes Mal auch schon ausgenutzt. Ich war ja letztes Mal nicht dabei. Klar warst du letztes Mal dabei. Nein, dieses Szenario habe ich noch nie gespielt. Ja, aber in dem anderen. So. Gut, dann sind die Archer durch. Sie schießen nicht, hast du gesagt? Doch, sie haben eine Attack minus 1, wenn ich mich nicht ganz täusche. Sie haben eine Attack minus 1. Reichweite von 5. Der Archer hat eine Reichweite von 5. 1, 2, 3, 4. Damit schafft er das. Und der andere 1, 2, 3, 4. Doch, das ist nur ein Laufhindernis, kein Sichthindernis. Eben wurde mir gesagt, sie können nicht drüber schießen. Sonst macht es ja keinen Sinn, dass ich mich da hinten dran stelle. Die Skelette kommen gleich. Der beschwört Skelette und dann greifen dich die Skelette an. Was? Eben, als ich gefragt habe, können die Archer drüber schießen, hieß es nein. Deswegen habe ich mich dahin gestellt. Ja, können sie. Sie können sich nicht darüber bewegen. Aber dann stelle ich mich ja auch nicht dahin. Dann stelle ich mich hier hinter die Wand. Deswegen würde ich gerne meine Aktion rückgängig machen. Das würde ich noch zulassen. Ja, los. Hier können sie mich noch treffen. Hier nicht. Sie müssen eine Sichtlinie zu dir haben, sonst machen sie gar nichts. Und du solltest diese Sichtlinie aufrechterhalten. Stell dich doch einfach auf die Tür oder stell dich hier hin. Oder am besten noch dahin. Ja, okay. Dann werden die Archer ihre Fallen aber noch nicht spawnen. Das machen sie nämlich erst nach ihrer Bewegung. Stell dich dahin. Aber hier können sie mich treffen. Oh, denn? Nicht. 1, 2, 3, 4. Na gut, dann stell dich an die Tür. Sie würden sich aber bewegen. Sie haben normal eine Bewegung von 2. Sie haben Move minus 1. Sie können also ein Feld laufen. Würden dann hier nach vorne laufen. Die Fallen erstellen, genau. Und hätten dann eine Reichweite von 1, 2, 3, 4, 5. 2. Ja, der trifft dich nicht. Ich bin der Elite Bandit Archer schon. Dann ziehen wir mal einen Modifier. Genau. Der macht plus minus 0. Das sind dann... Ach, das war das falsche... vom falschen Deck gezogen. Ist nicht so gut. So, ich zieh mal den Modifikator. Das ist eine plus 0. Er macht Schaden minus 1. Und damit sind das 2 Schaden vom Elite Bandit Archer. Oh, ich habe eben leider von meinem Deck gezogen. Schaden? 2. Dann ist der Boss dran mit einer Initiative von 36. Gut, er hat eine Move von 0, einen Attack von plus 0. Er hat eine Bewegung von 3 und eine Reichweite, einen Schaden von 3. Reichweite hat er nicht, er bewegt sich also 3 Felder. 1, 2, 3. Und er wird sich auch nicht über Fallen bewegen, wenn es einen anderen Weg, der sinnvoll ist, gibt. Mal seinen Snap ausgemacht. Ja, Snap to Grid. Gut. Dann ist der Bandit Archer durch und der Tinkerer bleibt. Mit einer Initiative von 37. Heal 3, ich muss gerade mal schauen. Du bist voll, ne? Ich bin bei 7 von 8. Dann werde ich mal meinen Move 4 benutzen. Erstmal Move 4. 1, 2, 3. Dann bleibe ich hier stehen. Nehme mir den Coin. Weil ich meine Runde hier beende und mache mit einem Heal. Ich muss gerade gucken, wie viel das wird. Am besten den Crackard wieder voll. Genau, Heal 3 auf Range 3.
Damit bekommen wir uns 3 Lebenspunkte. Ich schlage vor, dass wir uns kurz für die nächste Runde besprechen. Ich könnte ein klein wenig von hier hinten angreifen. Viel könnte ich nicht machen. Wir könnten auch erstmal den Bandit Commander kommen lassen, uns quasi hier reinstellen, den kommen lassen und uns um die Archer später kümmern. Solange wir den Bandit Commander kommen lassen, würden uns allerdings die Archer weiterhin beschießen. Füllst du noch bitte 3 Lebenspunkte auf, Hyrulean? Sonst ist meine Karte umsonst. Ja. Ich wusste nicht, dass 3 sind. Da ich mich nicht zweimal in einer Runde bewegen kann, kann ich sowieso nicht angreifen im kommenden Zug. Wenn wir uns etwas weiter in den Raum hinten reinstellen, müssen die Archer auch immer näher kommen. Die müssen sich nicht wirklich bewegen, die haben halt eine Range von 5 oder 4. Das Problem mit dem Abwarten ist, dass der Boss nicht nur ein Special hat, mit dem er die Türen öffnet, sondern noch ein zweites, mit dem er Living Bones beschwört. Und zwar ein Elite Living Bones, weil wir 3 Spieler sind, wenn das Boss Special 2 aufgedeckt wird. Das heißt, je länger wir warten, desto mehr Living Bones haben wir am Ende als Gegner. Wir sollten also tatsächlich den Bandit Commander relativ fix mit allem, was wir haben, irgendwie besiegen. Also rein in den Raum, Bandit Archer besiegen. Dürfte ich vorschlagen, den Bandit Commander in eine Falle zu locken, nämlich zwischen Wand und Sarkophag. Wenn es uns nämlich gelingt, den Bandit Commander beispielsweise hier zu positionieren und uns vor und hinter ihn zu stellen, gibt es neben ihm kein leeres Feld, sodass er keine Living Bones beschwören kann. Das ist ein interessantes Ding, ja. Müssen wir aufpassen, inwiefern wir... Kannst du hinter ihn springen? Ich bräuchte nach dieser Runde... Also ich bräuchte diese Runde und nächste Runde wäre ich hinter ihm, ja. Ja, okay, dann muss ich der Crackheart, muss ich dann hier hinstellen, auf das Feld, und dann warten wir, dass der Bandit Commander drin ist. Es wäre sehr gut, wenn der Crackheart eine möglichst niedrige Initiative hat, weil ich an ihm vorbeilaufen müsste. Wenn ich von 2 Archern angegriffen werde, müsst ihr wahrscheinlich das Szenario ohne mich zu Ende spielen. Das wollen wir nicht. Möglichst niedrige Initiative, schwierig. Nee, hohe Initiative, damit du angegriffen wirst. Also, möglichst schnelle Initiative. Also... Was jetzt? Oder, nein, bessere Idee. Ich spiele einfach eine langsame Initiative. Dann bist du ja angegriffen. Dann kann der Crackheart aber vorlaufen oder die Archer ziehen vor mir. Also ich werde höchstwahrscheinlich als letztes ziehen dann. Okay, aber wenn ich ziehe, werde ich, so wie es jetzt aussieht, wahrscheinlich nach Archern und Bandit Commander ziehen. Was Besseres kann ich nicht bieten. Das ist in Ordnung. Ich plane so spät zu ziehen. Ich werde auch spät. So. Ich werde spät dran sein und dann nach dem Schaden von den anderen werde ich versuchen, dich wieder hochzuheilen. Also ich plane spät dran zu sein. Ich plane also auch sehr, sehr spät dran zu sein. Würde ich mich hier hinstellen, damit er dann gefangen ist. Genau, das wäre die Ideallösung. Würdest du über das Obstacle springen oder außen rum laufen? Ich würde dann wahrscheinlich über das Obstacle springen. Okay, dann schaue ich mal, ob ich irgendwelche Ranged Attacks habe. Dann kann ich vielleicht sogar schon einen von den Archern. Allerdings würde ich das nicht diese Runde tun. Diese Runde komme ich nicht bis zum Obstacle. Ja, dann ich komme... Ihr könnt einfach über mich drüber, gell? Ja. Ja, dann würde ich jetzt noch... Mal sehen, was kann ich denn machen? Ja, wir brauchen jetzt eine Initiative. So, dann nehme ich jetzt nicht die niedrige Initiative. Also ich werde sehr spät dran sein, diese Runde, damit hoffentlich alle anderen vor mir ziehen. Oder viele andere vor mir ziehen. Also mir ist es egal, was ihr macht, ich muss einfach nur nach den Archern dran sein. So geht's mir in etwa auch. Ich könnte mich auch jetzt schon reinbewegen, weil ansonsten würden Karten hier verfallen. Das wäre sehr gut, wenn du dich jetzt schon bewegen würdest, damit der Banditen-Captain auch in deine Richtung läuft. Denn wenn ich hier stehe, wird er nicht in meine Richtung laufen, da die Falle liegt. Da haben uns die Archer einen großen Gefallen getan. Mhm, haben sie letztes Mal auch gemacht. Mhm. Okay, dann gucke ich gerade, womit ich mich bewegen könnte.
Du kannst dich mit jeder Karte bewegen, ich wollte gerade sagen, die, ja, untere die untere Standardaktion ist immer eine Zweierbewegung. Das heißt, die zwei Felderbewegung. Der Boss kannst 17. Du in jedem Fall machen. Ja, ich was macht der Boss? Special 2. Er beschwört seine Skelette. Na toll. Kann das sein? Oh nein. Der Anführer der Banditen ruft ein lebendige Knochen normal bei zwei Charakteren oder ein lebendige Knochen Elite bei drei. Das sind vier. Schauen wir doch mal. Lebendige Knochen. Genau, dann holen wir uns eine Sleeve. Monster Mad. Die holen wir uns. Gerade mal rein in den. So. Mal reingucken in den Beutel, ne? Ja, das sind nur die Standys. Wo ist denn der Beutel? Ach, da ist der Beutel. Search. Die Monstermatte brauchen wir. Play Sleeve. Damit ist das Ding auch leer. Die legen wir hier hin. Drawn eine. Und der Boss ist fertig. Wir müssen noch ein Skelett. Ja, wir müssen den auch noch auf Elite umstellen. Ich weiß allerdings gerade nicht auswendig, wie das geht. Ja, wir geben ihm einfach mal eine gelbe Farbe. Wenn ihr einfach mal die Finger davon weglasst. Wenn ihr einfach mal die Finger davon weglasst. Und dann kriegt er wie viel Leben? Ah. Der hat Elite Living Bones. Hat 6 Lebenspunkte. Gut, müssen wir daran denken, dass er noch einen 6. hat. Gut, eine beschwörte vor sich so nah an die Feinde heran wie möglich. Dann sind die Archer dran, 32. Die haben eine Range minus 1 und Attack plus 1. Müssen sich aber bewegen. Und zwar auf uns zu. Er hat hier normalerweise eine 5, hat jetzt nur noch eine 4. Haben sie minus Range? Ja. Ja, dann 1, müssen sie sich 2, tatsächlich 3, bewegen. 4. 5. Das heißt, er bewegt sich ein hier hin. 1, 2, 3, 4. Damit kann er dich treffen. Und er hier will sich bewegen, kann sich aber nicht bewegen, kann nicht treffen. Ach nee, doch, der Bandit Archer kann. Könnte über die Falle drüber. Nee, er hat nicht. hat nur eine Move von 1 aktuell. Kann das sein? Hier, seine Move ist 2. Und weil er dich nicht treffen kann, wird er dann kann über sich durch seine Verbündeten hindurch bewegen. Genau, dann wird er nicht sich nach hier vorne stellen. Und dann kann er, glaube ich, schießen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Schafft er das? 4 schafft er nicht, denn er hat Reichweite minus 1. Und er steht trotzdem vorne, das ist gut. Naja, einigermaßen. Für uns nächste Runde müsste da ja eigentlich Discounted stehen. Ja, das kriegen wir schon hin. Gut, dann so, ist Service der Crackard. Service Cracker dran, 38. So, ich habe eine Attack 2 mit Range 5. Damit würde ich zuerst den normalen Archer angreifen. 0. 2 Schaden. Dann ist die lost, dann ist die discarded. So, dann kann ich mich hiermit noch bewegen. Warum hast du nicht erst die untere gemacht? Ach so, weil du sie gar nicht bewegen willst. Okay. Verstehe. Sonst hätte es natürlich Sinn gemacht, dass du erst Erde erzeugst. Ja, deswegen werde ich mich jetzt da einstellen. Ja, gut. Dann ist die auch discarded. Und nach der 38 kommt der Tinkerer dran. Dann, ich überlege gerade, kann ich dich gerade sehen? Ich kann dich nicht sehen, aber ich habe sowieso auch gerade kein Adjacent Ally an mir. Wie viel Schritt bewegt sich jetzt gleich Turakan 1? Ich bewege mich erstmal nur hier, ist das okay? Ich würde mich hier hin bewegen, in die Mitte der Sarkophage. Das ist auch gut, dann stelle ich mich hier hin. Da sollten wir gleich mal den Dings ausmachen. Kannst du das mal bitte machen? Ich mache einfach mal überall den Snap to Grid. Gut, dann ist meine Bewegungskarte raus und ich nehme eine Heal 5, Range 2. Ist ja auch blöd, wenn du nicht kaputt bist, ne? Aber du kriegst halt trotzdem mal 2 Lebenspunkte zurück, damit du auf 10 bist. Nee, ich mach das nicht. Ich mach einen Attack Strike in die Luft. Ich werde die nicht losten.
könntest den Crackheart schlagen. Einfach ja. Ein bisschen Energie abgebaut. Aus nee, Prinzip. ich werde nicht heilen. Also das ist halt eine Heal-5-Karte, die werde ich nur discarden. Schade. Ja, so. Dann sind nach dir die Living Bones dran. Die müsste das nächste ist ein Runde. Elite Living Bones. Der hat eine Standardbewegung von 4. Hat Move minus 1, kann sich also 3 Felder bewegen. 1, 2. Steht da. Und damit Crackheart den Crackheart angreifen. Wie viel er Schaden hat einen Standardangriff von 2 mit Attack plus 1 und er verfehlt. Shuffeln das Deck. Yeah. Das ist ziemlich gut. Dann ist Living Bones 64 durch, Human Scoundrel 86. Ja, die Scoundrel wird sich bewegen und zwar 6 Felder. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann hast du einen Attack 3. Die ich verfallen lassen werde. Weil ich niemanden angreifen kann. Okay. Lager ein bisschen den Boden. Bricht er ja. Iskar. Der Boden bekommt 5 Schaden, weil er neben einem meiner Allies steht. Das ist ganz interessant für mich, weil ihr jetzt adjacent zu mir seid, also an mir dran steht. End Round. Du hast gesagt, du möchtest Short Resten, das ist kein Problem, das kannst du am Ende ja immer machen. Ja. Einfach deine Karten, die aktuell Discard-Stapel sind, durchmischen, die oberste wegnehmen. Und die anderen wieder auffüllen. So, wir haben jetzt das Problem. Ups, die sind durchgefallen. Dass wir unseren ursprünglichen Plan nicht durchziehen können, weil die Monster vorne dran stehen. Ist doch egal. Ja, das ist problematisch. Kriegen wir schon irgendwie hin. Du ist das egal. Ich sehe halt jetzt keinen Weg, wie wir ihn einfesseln können. Ich würde mich erstmal diesem Archer hier annehmen. Ich hab jetzt nochmal. Wollt ihr früh oder wollt ihr spät? Wenn ihr so stehen bleibt, wie ihr aktuell steht, das geht jetzt auch vor allem auf die Scoundrel, wenn du mit Fernkampf gerade arbeiten kannst, dann würde mir das helfen, wenn du neben mir stehen bleibst. Ich merke gerade, dass ich eine falsche Karte mitgenommen habe. Ich habe leider auch keinen Fernkampf. Schade. Zumindest werde ich einmal aus Versehen in meinem Setup die falsche Karte drin. Das ist sehr bitter. Ich werde mich aber trotzdem dem Elite-Archer... Ich habe leider eine nicht gerade gute Initiative. Um genau zu sein, habe ich eine ziemlich miese Initiative. Ah, ich hab ne Idee, wie ich uns mal ein bisschen helfen kann. Schauen wir mal, ob das klappt. Das heißt, ich werde vermutlich den Treffer des Elite-Archers einstecken müssen. Hit. Der sich allerdings nicht bewegen wird, weil er mich von da aus definitiv angreifen kann, was sehr gut ist. Ich habe für mich keine normalen Angriffskarten mehr. Ja, dann kannst du auch immer nochmal mit einer normalen plus 2 draufhauen. Das ist ja auch immer möglich. Also ich habe viele Ranged-Karten. Ja, die solltest du jetzt gerade nicht benutzen. Genau, deswegen. Wenn sich der Tinkerer vielleicht noch... Nein. Was? Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Okay, erzähl. Um das Skelett kümmern könnte. Ich weiß nicht, ob ich den ganz fertig kriege. Ja, ich versuch's auf alle Fälle. Okay. Also ich werde relativ spät dran sein und werde nächste Runde vermutlich resten müssen. Oder am Ende dieser Runde eine Short Rest machen, das weiß ich noch nicht so genau. Gut, Start Round. Living Bones mit der 12, die liegen hier, die haben aktuell ein Shield und Self-Heal. Die haben aktuell noch keinen Schaden eingesteckt, ne? Living Bones sind noch auf 5 von 5, die haben eben verfehlt, das ist ganz gut. 6, machen 6. Dieses Mal auch keinen Schaden. Und der hat Shield 2 damit diese Runde. Oh, Shield 2, weil er Elite ist, richtig aufgepasst. Der Quadril Tinkerer ist dran, das hilft uns jetzt natürlich gar nicht, aber meine Intention ist, dass ich ihn stunne. Schauen wir mal, ob ich treffe. Ich muss gerade mal einen Attack Modifier ziehen. Player Curse. Damit treffe ich ihn gar nicht, ne? Damit schlägst du daneben. Sonst hätte ich einen Stun draußen, aber na gut. Schaden wäre so oder so egal, aber ich kann ein Shield 1 an alle adjacent Allies abgeben. Das ist sehr gut. Und das sind Self, genau, also ich auch. Ich bekomme auch ein Shield. Ausgezeichnet. Damit ist der Boss dran.
Der Boss. Der kann sich aber hat nur ein Move Feld 0, bewegen. Attack 0 gezogen. Er wird sich also versuchen zu bewegen und anzugreifen. Er kann sich nicht so bewegen, dass er jemanden angreift, ohne durch eine Falle zu laufen, und damit bewegt er sich nur ein Feld. Genau. Das ist eigentlich das, was wir nicht haben wollten. Wir wollten eigentlich, dass die Skelette hinten stehen. Weil er hier hinten immer noch nervt. Aber du schaffst das schon. So, nach dem Boss bin dann ich dran. Scoundrel. Und ich werde meine Jump Boots aktivieren. Die Winged Shoes, die mir während dieses Zuges Jump zu allen meinen Movements geben. Damit kann ich sämtliche Hindernisse ignorieren. Ja, und Berserker springen. Oder überfallen. Genau, oder überfallen. Denn ich benutze jetzt meine Sinister Opportunity. Bewege mich 3 Felder. 1, 2, 3. Ja. Neben diesen Archer. Ja. Und benutze dann die zweite Fähigkeit, den Archer, der neben mir steht, um ein Feld zu verschieben, das neben mir sein muss. Ups. Ja, okay, das deutet halt genau das an. Das war eine Dreierfalle, ne? Dreierfalle. Damit bekommt der Archer schon mal 3 Schaden. Ja, sehr sinnvoll. Und bekommt danach von mir noch einen Angriff mit dem Giftdolch für 3 Schaden. Zieh bitte und gut. Vergiftet. Yes. Reicht, okay, reicht. Sind 3 Schaden, damit ist der Archer außerdem vergiftet. Nein, er hat noch 4 Leben. Nee. Das ist ein Elite-Archer. Wieso? Jetzt kriegt er nochmal 3, dann hat er noch einen. 1, 2. Genau, dann hat er noch einen. Und er ist vergiftet. Leichtes Klatschen aus dem Publikum. Danke, danke. Scoundrel ist durch, Archer. Ja, ich würde den Elite-Archer zuerst abhandeln. Der steht direkt neben mir, hat dementsprechend eine Disadvantage, weil er sich nicht bewegen kann diese Runde. Er greift nur an, allerdings mit plus 1. Plus 1, minus 1. Ja, dann nimmt er die minus 1. Nimmt er die minus 1, hat plus 1, das neutralisiert sich, damit ist das 3 Schaden für mich. Oh. Nimmst du den richtigen? 1, 2, 3. So, der nächste Archer. Dann ist der nächste Archer dran. Der steht nicht im Nachteil. Der schießt auf den Crackheart. Mit einer minus 1. Das ist ein normaler Archer. Kein Elite-Archer. Ich möchte in meinem Zug noch, bevor etwas weitergeht, meine Minor Stamina Potion nutzen, um 2 abgelegte Karten zu gewinnen. Ja. Okay, damit sind die Archer durch. Dann bin ich dran. Warte mal. Ja, schon. Alles klar. Zuerst habe ich eine Attack 4. Wir haben leider kein Earth. So. Das heißt, ich werde erstmal eine Attack 4 auf die Living Bones machen. Komm, jetzt mache ich gut. Yes. Boah, Junge. Du hast 8 yes. Schaden. Damit ist das sowas von. Jetzt sind's. Du bekommst ein XP und die Karte wird lostet. Ja. Lostet, ich hab schon mal gedrückt und du machst 8 Schaden an dem ersten hier. Ah ne, warte mal. Ich glaube, die Karte wird nur gelostet, wenn ich die... Nee, wird immer gelostet. Na gut. Wird immer gelostet, nur du bekommst Zusatzdamage, wenn... Okay. Wenn du auch ja. Erde draußen hast. So, du machst 8 Schaden. Die Skelette haben ein Schild von 2. Dementsprechend machst du 8 minus 2 sind 6, sind immer noch 6, damit ist er raus. Er hatte hier zwar nur eine 5er Anzeige, aber es sind trotzdem 6 Lebenspunkte, er ist weg. Hat sehr gut gereicht. So, und perfekt. Kann ich mit Heal of Range auch mich selbst healen? Ja, kannst du. Ja. So, ich könnte jetzt entweder den Tinkerer healen. Wenn er laut genug hier schreit, tue ich das auch, oder ich könnte mich selber healen. Heal dich lieber selber, ich habe nicht vor, Schaden zu bekommen. Ich werde mich nicht so hinstellen, dass das irgendwie mal passieren sollte. Okay. Sehr gut, und damit. So, dann bist du draußen. Service Crackheart and Round. Und damit gehen wir in die nächste Phase. So, ich würde jetzt versuchen, mich nochmal hier vor den Archer zu stellen. Dann ist er, also möglichst früh dran zu sein, mich vor den Archer zu stellen, damit ist er ein Nachteil. Dann kann ich den Archer wegmachen. Dann wird hoffentlich der Bandit Commander, wenn die Scoundrel dann nach ihm dran ist, sich auf mich zu bewegen. Das Problem ist, wir müssen so ein bisschen mit der Initiative haushalten. Ich werde versuchen, möglichst früh dran zu sein.
Ich werde vermutlich als erstes dran sein in der kommenden Runde. Dafür habe ich mir extra eine Karte zurückgeholt. 1, 2, 3, okay. Das ist ganz nett. Kann der Boss immobilized werden? Er kann nicht gestunt werden. Nein, er ist immun gegen Stun, Immobilize und Curse. Lass mich noch einmal meine Initiative kontrollieren. Ich sage schon mal an, nach dieser Runde werde ich long resten müssen. Du willst long resten? Ich werde long resten müssen, ja. Das ist schlecht. Short Rest geht immer. Ich würde die Short Rest bevorzugen. Die Short Rest macht mir insofern Probleme, als dass ich Karten meiner ultimativen Kill-Combo im Ablagestapel habe, die ich nicht verlieren kann. Ja, habe ich mir schon gedacht. Du mit deinen Kill-Kombos. Scornroll, die 9. Ja, ich möchte mit der 9 von meinem Tricksters Reversal eine stinknormale Zweier-Attacke machen auf den vergifteten Archer neben mir, die daneben geht. Oh. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich Dreck. Wie geht's weiter? Damit passiert dann gar nichts mehr. Denn ich bleibe neben dem Archer stehen, da der sich diese Runde nicht bewegen kann. Gut, dann discarden bitte. Und der Quadril Tinkerer ist dran. 18. Ich werde vorher meine Minor Stamina Potion benutzen und zwei Karten. Kann ich mir die aussuchen oder werden die randomized? Die kannst du dir aussuchen, ja. Zwei beliebige Discarded Cards. Werde ich gleich aussuchen. Ich werde erstmal meinen Zug durchspielen. Und zwar werde ich anfangen mit einem Attack 3, also Attack 3 Schaden, Range 3 mit Immobilized und Gain 1 XP for each enemy targeted. Ich schieße 1, 2, 3 auf ihn hier, beziehungsweise ich kann auch auf ihn hier schießen, ist komplett egal, die Reichweite passt für beide. Ziehe 2 Modifier, ich hoffe, ich treffe. Minus 1. Schießt du auf den Bandit Commander, den Archer könnte ich auch machen. Ich schieße auf beide. Achso, tun, habe ich nicht gehört. Kannst du auf den Elite Archer schießen? Du musst ihm nicht mal Schaden machen, du musst ihn nur treffen. Weil er, wenn er angegriffen wird, durch Gift einen Punkt Schaden bekommt, der Rüstung ignoriert. Ich hab hier schon in die Richtung angesagt. Und weil ich... Warte, ich habe ja gleich noch einen anderen, aber ich habe jetzt gerade mein Netzschießgewehr benutzt. Ah, in Ordnung. Das ist nämlich... deswegen kann ich nämlich zwei angreifen. Ich habe jetzt zwei getroffen, das heißt, ich bekomme 2 XP. Ich mache dem ersten, mache ich 2 Schaden. 1, 2. Und dem anderen mache ich 1, 2, 3, 4 Schaden. Und dann ist diese Karte losted. Und ich habe eine weitere mit Range 2. Weiß jetzt nicht, ob ich treffen kann. Weiß ich nicht. 1, 2. Nee, schaffe ich nicht. 1, 2 schaffe ich auch nicht. Dann muss ich mich leider bewegen. Das ist schade. Meine Range zu kurz. Wir haben auch ein Problem am Ende der Runde. Was denn? Der Boss macht Special 1. Und wird damit zu Tür A springen. Das ist diese hier. Ich glaube, es wird ausgewürfelt, oder? Nein, er springt in der Reihenfolge der Buchstaben. Ach, in folgender Reihenfolge. A, B, C, D, ja. Gut. Oder auch nicht gut. Nicht gut für mich. Denn dann steht der Boss neben mir und ich habe in der nächsten Runde... muss ich einen Long Rest machen. Gut, ich bin durch. Living Bones, 25. Die ist nicht mehr da. Living Bones sind tot? Richtig, ja. Sind tot. Dann Service Crackhart, 29. Ich werde mich jetzt zuerst einmal bewegen. Schade, dass die Arten nicht weg sind. Die Coin kann ich im Zug mitnehmen, oder? Nur wenn du drauf stehen bleibst. Ja, muss ich ja. Aber das ist keine eigene Aktion, meinte ich. Nein, wenn du drauf stehen bleibst, dann gehört die Coin dir. Okay. Move 2, all adjacent allies and enemies suffer 1 damage. Und ich kann Earth createn. Der Archer dann tot? Wenn er einen Schaden bekommt, ja. Okay. Dann ich werde wahrscheinlich dann doch short resten am Ende dieser Runde. Da sonst der Boss gleich neben mir steht.
Wie funktioniert das denn? Wie kann der sich denn bewegen? Weil ich hätte Push 2, eventuell könnte ich ihn dann... Der springt automatisch zur Tür, egal wo er steht. Mit Push 2 könnte ich ihn doch in die Falle pushen. Wenn du... Also welche Range hat denn Push? Das hier ist Range 3. Hier diese Karte. Und wir haben Earth Created. Ja, dann könntest du ihn bewegen. Er muss sich allerdings mit jedem Feld bei Push weiter von dir entfernen. So hat er eine Entfernung von 2 zu dir. Die Falle hätte auch eine Entfernung von 2 zu dir. Du könntest ihn maximal hierhin pushen. Oder nach hier. Warte. Das heißt, das funktioniert nicht. Ich kann ihn aber normal angreifen. Du kannst ja trotzdem pushen. Ja, okay, könntest ihn trotzdem pushen, er springt dann aber so oder so auf. Also ich meine, du kriegst halt eine Erfahrung dazu, weil gerade klar. Mache ich auf jeden Fall, aber es bringt mir halt nicht viel. So, das ist eine plus 0, das heißt 3 Schaden für den Boss. Ja, hat er ein Schild oder sowas? Nein. 1, 2, 3. Und dann push ich ihn 1, noch 2 zurück. Nach hinten. Dann mache ich die Earth weg. Genau, beide Karten discarden. Service Cracker ist durch, die Archer. Einen haben wir noch. Schießt auf Tubalcain. Mich mit Nachteil. Mit Nachteil. Das heißt, er zieht 2 Karten. Ich muss gerade mal gucken, wie viel er normal macht. Das normale. Er schießt tatsächlich auf 2 Ziele in dieser Runde. Ist das so? Ja, er hat Target 2, allerdings dafür auch minus 1 Attack. Das ist der erste. Das heißt, er schießt auf plus minus 0 auf dich. Mich, weil Nachteil. Das sind 2 Schaden. Und er schießt mit minus 1 auf mich. Beziehungsweise, der kriegt auch einen Nachteil, ne? Weil er wird trotzdem, da ist wieder... Nein, er steht nicht direkt neben dir. Aber du bist trotzdem, doch, du bist neben ihm, deswegen kriegt er trotzdem einen Nachteil. Schüsse in den Nahkampf geben den Nachteil. Also, Schüsse gegen einen Feind, der direkt neben dir steht, geben Nachteile. Schüsse gegen einen Feind, wenn du mit jemandem anderes im Nahkampf stehst, wenn das Ziel weiter weg ist, geben keinen Nachteil. Aber er hat trotzdem die minus 1 gezogen. Die erste Karte. Das ist schon mal viel wert. Dann gibt es einen Schaden für dich. Ein Schaden nur? Das ist gut. Ja, 3 minus 1 minus 1. Gut, und dann ist der Boss. Und der Boss springt. Und zwar hier auf diese Tür. Die können wir jetzt öffnen. Und springt hier hin. Was haben wir denn da? Living Corpses. Lebende Tote in großer Menge. Okay, wenn wir es schaffen, den Boss an der Tür festzuhalten, dann können die Bones, die Toten nicht durch. Und dann können wir den... Die Toten können durch den Boss durchlaufen. Aber nicht durch uns. Wenn wir uns hier hinstellen. Das ist eine super Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Genial. Nice, da musst du halt hinterherkommen, ne? Also ich schaffe das. Die Frage ist, ob der Ich werde in jedem Fall shortresten jetzt. Ich muss noch 2 Karten auswählen. Das habe ich noch nicht gemacht. Entschuldigt bitte. Ich werde shortresten. Ich habe keine andere Möglichkeit. Sonst werde ich die nächste Runde wohl nicht überleben. Das ist in Ordnung. Verliere ich diese Karte und kriege die restlichen... Ich überlege gerade, was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn für Karten? So, ich werde sehr früh dran sein. Muss mich einmal bewegen können und dann sollte ich wieder healen, ne? Kannst du die Scoundrel healen? Weil sonst würde mein Plan nicht aufgehen. Scoundrel? Ja. Mal gucken, wenn sie... Ja, sollte ich hinkriegen. Schaffen wir. Also ich werde den Archer jetzt umhauen. Vorausgesetzt, ich ziehe nichts, was mir Probleme bereiten würde. Ach, du kannst ihn schon umhauen? Okay, dann muss ich mich dafür nicht Ja, und würde mich im gleichen Zug hier positionieren. Kannst du auch dahin gehen? Hier würde ich nämlich hinkommen. Ah, das... Aber ich kann den Archer auch machen. Ich krieg das, wenn ich nicht müsste. Und kann der Tinkerer die Scoundrel auch healen, wenn er nicht an ihr dran steht? Ja, mache ich jetzt. Weil das Problem ist, es mag vielleicht sein, dass ihr den einen oder anderen Schadenspunkt bekommt durch meine Attacke. So. Ja, wenn es halt einer ist, ist okay. Warte. Halt so einen würde ich überleben. Ja, okay, dann geht das aber nicht. Mag vielleicht einer mehr sein als einer. Wie schnell würdest du denn ziehen? Bist du spät dran? Und ist der Tinkerer früh dran, sodass er mich heilen könnte? Also ich kann mich auch spät bewegen.
Nee, es wäre gut, wenn du dich möglichst früh bewegst, damit du mich heilen kannst. Okay, kann ich machen. Kannst du im unteren zweistelligen Bereich dich bewegen? Im unteren zweistelligen könnte ich mich bewegen, ja, wenn dir das hilft. Okay, dann bewege ich mich im unteren mittleren zweistelligen Bereich. Unteren mittleren. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Ich will Sir, ja, ich will ja deinen Kurs nach Nord-Süd. Ich will ja deinen Schaden nicht bekommen. Aha, dann kann ich die Karte aber nicht legen. Ja, dann leg was anderes. Danke für den Tipp. Ja, Hauptsache du bringst mich nicht um. Das muss ja nicht sein. Also ich werde mich auf alle Fälle bewegen und ich will heilen. Also ich werde mich neben den Boss bewegen und den angreifen. Okay, danach werde ich mich entsprechend unsichtbar machen mit meinem Cloak of Invisibility. Okay, wegen mir können wir anfangen. Okay, was ist denn jetzt dran? Quadro Tinkerer? Nee, Human Scoundrel mit 9. Ja, ich überlege gerade, warum die Initiative gerade so verbuggt ist. Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, was da passiert ist. Scoundrel 9. Die Scoundrel wird ihre normale Zweierbewegung machen, die man ja immer hat. Sich ein Feld bewegen, neben den Boss. Und dann den Boss angreifen mit dem Giftdolch. Attack 3 mit Poison und ein Erfahrungspunkt. Poison ist auch ganz gut auf einem Boss, ne? Da wird er ja nicht minus groß. -1, das sind immerhin 2 Schaden, aber der Boss ist vergiftet. Ja, denk an deine Erfahrungspunkte, bitte. Genau. Oh, ich habe mir gerade Lebenspunkte hinzugefügt, weil ich im Boss drin stehe. Deine Sachen schon discarded, denk an die Erfahrungspunkte. Ja, ich muss den Boss mal ein Stück verschieben, damit ich ihm Lebenspunkte abziehen kann. Kein Problem. So, ein Erfahrungspunkt, der Boss ist vergiftet. Machst du das vergiftet kurz? Ah ja, vergiftet kann ich eben draufziehen. So, und ich aktiviere danach meinen Unsichtbarkeitsmantel der Unsichtbarkeit, der unsichtbar macht. Das passiert in deinem Zug, ne? Das passiert in meinem Zug, genau. Damit bin ich unsichtbar, falls das nicht klar geworden ist. Okay, danach ist der Tinkerer dran, weil die Living Bones tot sind. Genau, so, jetzt soll ich mich bewegen, ne? Du willst dich hier hinstellen, ne? Ja. Okay. 1, 2, 3, 4. Dann stelle ich mich mit 4 Punkten hier hin und mache jetzt ein Range Heal. Oh, Range. Ich muss gerade mal gucken, wann ist denn der Boss dran? Der Boss ist auf der 85, dann wirst du angegriffen. Ich mache ein Range Heal auf 2 und gebe dir 5 Lebenspunkte, Tobalkain. 5 Stück. Oh, perfekt. Der Boss macht übrigens diese Runde, habe ich gerade gesehen. Wieder Special 1. Das ist, nächste Tür. Ist das so? Ja. Haben wir gemischt? Springt er tatsächlich dahin? Er springt dann zur nächsten Tür und das ist diese hier unten. Haben wir gemischt? Die sind gemischt, ja. War Special 1 und davor liegt Special 1. Nein, wir haben nicht gemischt, tatsächlich. Haben wir nicht? Wir müssen die shuffeln und eine neue ziehen. Die da ist Special 1. Ich würde gerne Schicksalspunkt einsetzen. Dumm gelaufen. So, Move 5 und Jump. Target all enemies, move through. Dann mache ich folgendes. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt kann ich beide targeten. Beziehungsweise den kann ich targeten und den kann ich sowieso targeten. Krieg einen Gedönspunkt. Und dann mache ich Attack 3 auf Range 3. Das gibt mir zwar den Nachteil, ich kriege dazu noch 2 Erfahrungspunkte und die werden disarmed. Das gibt dir in diesem Fall keinen Nachteil, weil es ein Flächeneffekt ist. Okay, ist der Boss dagegen immun? Nein, ist er nicht. Gegen Disarm ist er auch nicht immun, das ist sehr gut. Verdammt. Schade, nur 2. Ist jetzt die Frage, wollen wir den Boss machen oder wollen wir den anderen Typen hier machen? Ja, ich kann ja beide targeten. Nee, kannst du nicht. Doch, weil ich die targeten kann, durch die ich through-gemoved bin. Ach, war das auf der vorherigen Karte? Ja. Kannst du unten nochmal gucken, das war das 5. Nee, die ist losted. Ja, aber die zählt ja noch für die Runde, alles andere wird ja keinen Sinn machen. Ja, ist schon richtig, aber die ist trotzdem losted. Genau, ja, ich habe nicht auf das Card geklickt. All adjacent allies and enemies suffer 1 damage.
Ja, dann nein, ist er so, ist dann ist er. Doch, das ist sie nicht. Nein, das, meine Move-Karte war das. Da stand Move 5 drauf, sonst wäre ich ja nicht eingekommen. Also da ist nur der Opposing Strike Force drin. Der ist lost, das macht keinen Sinn, weil du das noch nicht benutzt hast. Also die Opposing Strike Force Karte hast du noch nicht benutzt. Die ist aber gelostet, weil wegen meiner Short Rest eben. So. Das heißt, die muss hier drin sein. Ja, dann deck mal auf. Hier, das ist er. Move 5, da ist sie. Gut, dann holen wir die bitte auf den Lost Stapel. Und da steht, target all enemies, move through. Genau, die werden immobilized, aber die bekommen keinen Schaden. Genau. Ach, das gilt für das Immobilize. Genau, ja, das gilt für das Immobilize. Ah, okay. Ja gut, dann würde ich trotzdem den Bandit Commander machen. Und wir erzeugen Wind. Ja. Und er wird disarmed. Ja. Ich würde fast den Archer erstmal ausschalten, statt dem Bandit Commander. Oder wie viel Schaden machst du mit der Karte? 2, aber er wird halt disarmed. Das ist... Wie lange gilt das? Das gilt nur für diese Runde. Also er kann, da er diese Runde sowieso nicht angreift, bringt uns das Disarm nichts. Ich würde erstmal den Archer töten. Mach den Bandit Archer weg, der ist halt... Mach ihn weg, bitte. Ja. Du schlagst ihn nach hinten, kriegst einen Kriegen-Coin. Sehr nervig. Genau. Also es ist halt unnötig, dass ich da noch gegen anhielen muss. So, und dann ist die Karte nämlich auch lostet. Hast du ein XP bekommen? Ich habe den einen von der Karte bekommen und ich kriege jetzt noch hier genau, einen. Da kriegst du noch einen weiteren. Dass die Karte mich auch lost. So, gucken wir auf die Initiative. Die lässt sich nicht anzeigen, aber die Living Corpses müssten jetzt dran sein. Wo sind die Living Corpses? Wo sind die Living Corpses? In dem Raum da hinten. 32. Archer ist tot, er ist gerade eben gestorben. Dann ist Living Corps mit der 32 dran. Und das ist ziemlich gut. Wie viel können sie sich bewegen? Einen, aber einen. Sie bewegen sich nicht. Sie greifen nur an mit Push und bekommen außerdem einen Schaden. Und wie cool ist das denn? Automatisch. Das verfaulen ja, offensichtlich sehr schnell. Das sind ja nette Kreaturen. Ich muss diese Runde absolut, also wenn ich mir das Bild so anschaue, mit der Axt im Kopf und den Pfeilen im Rücken, dann fällt mir als erstes nette Kreatur ein. Sie sind süß wie ein Welpe. Okay, und dann ist jetzt der Bandit Archer dran und springt jetzt los. Der Bandit Commander, genau. Springt auf die nächste Tür. Wow. Würde ich fast lieber die streicheln als so einen Hund. Die sich dann öffnet. So, da haben wir noch mehr Living Corpses, eine Elite. Oh, Junge. Und wir müssen alle geöffneten Kreaturen müssen wir vernichten. Oh, Mist. Ich dachte, wir müssen nur den Bandit Commander. Dachte ich auch. Nee, alle aufgedeckt. Oh, verdammt. Bitte den Anführer der Banditen und alle aufgedeckten Feinde. Und ich dachte schon, wir hätten es uns einfach gemacht. Oh. So, dann lass trotzdem wieder einkesseln. Wir müssen uns um ihn herum bewegen und dann angreifen. Ja, es sind jetzt nur 2 Felder, die wir abdecken müssen. Ich habe ja schon gesagt, ich muss an dieser Runde shortresten. Wer stellt sich denn dann dahin? Jetzt oder davor? Am besten nicht. Du, willst du das Ende der letzten Runde machen? Jetzt. Ja, dann mach das jetzt. In der letzten Runde hatte ich eben, ja. Kannst du dich früh neben den Banditenkommandanten stellen? Let's see. Meintest du, Frosty? Es wäre doch aber schlauer, wenn ich mich daneben dran stelle und der Tinkerer hinten bleibt. Ja, wir wollen ja wieder... Ich würde mich auch mit dran stellen wollen. Ja, es gibt wenn aber wir dann 2 Glück Felder haben. Diesmal. Also ich muss auf jeden Fall neben ihm stehen. Sonst kann ich nichts machen. Gut, dann stelle ich mich nicht neben ihn. Okay, ich kann, kommst du hier hin? Ja. Okay, dann kann ich im unteren zweistelligen Bereich mich dahin stellen. 1... Was heißt Pull? Wohin kann ich ihn pullen? Nur in meine Richtung oder in irgendeine Richtung? Nee, in meine eine Richtung, wobei die Felder, die er durchschreitet dabei, also du kannst ihn bewegen, aber die Felder müssen jeweils weniger Entfernung zu dir haben als das vorhergegangene Feld. Ja, okay. Und gestunt werden kann er auch nicht, da ist er auch immun gegen. Genau. Oh, warte mal, vielleicht geht es doch nicht.
So, ich bin dann Karten leer. Ich muss dann gleich eine Short Rest machen damit. Kann jemand Earth createn? Nein. Schade. Oh, warte mal. Stopp. Ich habe eine echt gute Idee. Ich könnte eventuell, vielleicht könnte ich das auch nicht, 2 Single Hex Obstacles in empty spaces dingsen. Damit könnte ich die Türen doch verschließen, oder kann ich die nicht in die Damit Türen könntest machen? Du die empty space, eine Tür ist kein empty space, aber diese beiden Felder hier zum Beispiel wären ein empty space. Und damit würde dort niemand mehr rauskommen. Soll ich allerdings das auch tun? Keiner von uns mehr rein. Aber die verfaulen ja. Das war ein einmaliger Karteneffekt. Ich weiß nicht, ob die das immer tun. Mach das auf alle Fälle. Probieren wir es aus. Okay. Vielleicht haben wir Glück. So, dann stelle ich mich diese Runde in die Tür rein, kann dann leider aber nicht den Bennett-Gedöns angreifen. Das ist okay. Den Bennett müssen wir ein bisschen länger fokussieren. Ich werde dann später auch noch Fallen legen. Müssen wir mal gucken, ob ich das noch irgendwie benutzen kann. Oh, warte mal. Da muss ich aber gucken, da ich mich bewegen kann irgendwo da oben. So, Initiative. Warte mal. Schaffst du es, Crackheart? Schaffst du es dann nächste Runde dich... Ja, schaffst du. Okay. Warte mal. Ich kann ja nicht hier stehen bleiben, oder? Ich muss in der Tür stehen. Muss es ein neben dir gelegenes Feld sein? Adjacent Hexfeld, oder nicht? In Empty Hex ist adjacent to you, ja. Ja, dann müsstest du dich hierhin bewegen. Wieso? Ich habe leider kein... Ist doch adjacent zu ihm. Aber das Stone Door... Zählt die Tür als leeres Feld? Glaube ja. Dann könnte er hier was hinbauen. Ja, dann würde ich einfach die Tür zubauen. Wenn die Tür geöffnet ist, ist hier ein normales Feld. Okay, dann geht's doch. Gut, dann mache ich einmal das. Und dann kann ich doch noch kommen. Ne, kann ich doch nicht. Aber ich kann einen Range Attack machen. So, komm, Initiative. Haben wir schon. Ja. Super. Go. Start. New Initiative. Boss 11. Was macht er? Special 2. Special 2. Er beschwört Living Bones. Oh, Junge. Das ist eine Elite. Den haben wir schon. Verdammt. Haben wir den gelben? Der hat irgendwer schon besiegt. Geht der noch hier oben? Was? Den gelben Archer. Ja, Living Bones. Ich hab einen. Den beschwört er wohin? Am nächstgelegenen Feld, also hier. Okay, das war's. Dann ist die Scoundrel dran. Ah, ja. Versuch dein Gedanke. Hervorragend. Das ist ja... Wie uns immer was dazwischen kommt. Unglaublich... exkrementig. Ja, ich zünde meine Smoke Bomb, werde damit invisible. Oh, ich habe immer noch invisible. Und werde mich mit der anderen Karte einfach 2 Felder bewegen, und zwar hier hinten. Mehr kann ich nicht tun. Ich wollte eigentlich direkt neben den Boss, aber das fällt dann wohl aus. Ja, dann ist der Tinkerer dran. Du hast deine Karten. Kann ja niemand erwarten, dass der Boss vor mir zieht. Discarden, bitte. Ja, die Smoke Bomb muss ich manuell. Ach nein, die kann ich ja über. Active. Komm weg. So, ich überlege gerade. Will ich mich denn jetzt noch bewegen oder will ich einfach nur einen Attack Pull machen? Eins, zwei. Nee, die Fallen haben wir gar nicht mehr, ne? Dann bewege ich mich mal hier, glaube ich, hin. Macht das Sinn? Und dann kann ich den Bandit Commander kann ich zwischen uns ziehen. Oh, das wäre... Obwohl, Wenn er sich dann nächste Runde nicht mehr bewegt, wäre das gut. Ich habe aber auch nur eine Range Attack. Bewege mich einfach mal hier hin, das habe ich getan. Und dann Bandit Commander wird hier in die Mitte gezogen. Ich weiß nicht, ob das clever ist, ich versuche es einfach mal. Und dann ziehe ich noch zusätzlich einen Attack Modifier, dann mache ich 2 Schaden an ihm. Sind wir. Warte, ich. Discard. Hey, ich suche gerade.
suche gerade einen Token für einen Obstacle. Die müssten ja irgendwo hinten drin sein. Du willst einfach nur ein Obstacle machen? Ja. Ja, wir könnten zur Not auch eine Beer Trap drauflegen. Hier ist aber, glaube ich, ein Ding, wo man drin suchen kann. Nee, das ist der falsche. Das sind Obstacles, der grüne. Ah ja. Da musst du suchen. Search. Dann, musst du gerade raus. So, dann mache ich eben diese Obstacles dahin. Dann habe ich eine Attack 3, Range 3, Angriff. Muss ich zweimal. Miss. Ja, gut, so oder so. So, ich misse. Nicht was. Du kannst mir eine Träne ab und aus dieser Träne wird ein wunderschönes Fass. Ja, Humus. Ja. Create two single. Achso, du kannst zwei single Hex Obstacles machen in an empty Hexes adjacent to you. Du kannst auch noch ein zweites. Könnte hier noch eins machen, dann haben wir da einen Engpass. Das wäre hervorragend, dann muss der Boss nämlich da stehen bleiben, wo er steht. Nee, er kann sich ja durch das Skelett durchbewegen. Aber hat er gar keinen Grund zu. Eben. Barrel. Okay. Und ein zweites Barrel dazu. Und deine sind abgelaufen. Discard Living Bones. Living Bones ist dran, das ist ein Elite. Der schlägt jetzt Tubalcain. Kann er nicht? Kann er nicht, weil ich unsichtbar bin. Dann würde das er gerne heißt, er wird in Richtung Crackard gehen. Kann und er. Das wird er auch tun. Er versucht nämlich außen rum zu laufen. Na, sicher. Ja, er nimmt den einzig möglichen Weg, wenn einer existiert. Cool. Also wenn er Sichtlinie hat und sich bewegen kann, dann bewegt er sich auch. Wie dumm. Und wenn das heißt, dass er außen rumläuft. Ist das 1, 2? Ja. Zwei aber oder steht es so in den Regeln? Ja. Wie viel denn? Er bewegt sich zwei Felder. 1, 2, okay. Könnt ihr einen Schaden überleben? Für die nächste Runde? Ja. Einen Schaden könnte ich überleben. So, Living Bones, 20 sind drin. Die Living Corpses. Das sind die hier oben. Was machen die? Move plus 1, Muddle and Immobilize. Target one adjacent enemy. Das heißt, sie werfen jetzt mit Schlamm bzw. verwirren durch ihre stinkenden Gase. Und sie bewegen sich zwei Felder. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Passiert nichts. Gibt keine. Und die unteren bewegen sich ebenfalls. Richtig. Und fallen um. Warte mal, die Elite laufen auch ein Feld, genau, beziehungsweise plus ein. Dann ist Service Cracker dran. Warum? Ich hab diese Runde auch schon gemacht. Ja, warum hast du schon gemacht? Irgendwie, keine Ahnung. Ist aber auch nicht wichtig, weil du hast... Oh, ich aktiviere übrigens Dunkelheit, hab ich ganz vergessen. Du hast die Barrels erst created, nachdem die Living Corpses. Also die Living Corpses haben sich für die Barriere noch nicht interessiert. Aber da achte bitte nächstes Mal drauf. Ja, es war irgendwie... Dark is on warning, Air is on warning. Ich habe meine Karten... Ich hatte eine Short Rest gemacht, ich muss eine ablegen. Was für ein Special macht der Bandit denn nächstes Mal? Das wissen wir erst, nachdem aufgedeckt worden ist. Oh, okay. Das zieht er ja zufällig. Es kann auch sein, dass er einfach nur jemandem ins Gesicht schlägt. Okay. Solange er mir ins Gesicht schlägt. So, und ich muss... So langsam wird's kritisch. Ich kann nicht long resten, aber ich muss nächste Runde dann wieder short resten. Wollte gerade sagen, einfach immer short resten. Ja, aber so langsam habe ich keine Karten mehr. Ja, dann solltest du nicht so viele Lost-Karten am Anfang spielen. Das ist halt das Problem, was ich auch am Anfang mit der Dame hatte. Du solltest die Lost-Karten immer für das Ende aufheben. Okay. Das ist extrem wichtig. Wieso ist dieser Living Corps jetzt wieder bei 7? Hat das einen Grund oder war das aus Versehen? Das war vermutlich aus Versehen, falls er sich nicht geheilt hat. Das war aus Versehen.
Ganz still und heimlich hat er sich geheilt. Der fiese Fiesling hat einen Heiltrank getrunken. Ohne dass wir es bemerkt haben. Ich hoffe, das geht jetzt gut, der Masterplan, den ich habe. Ja, wie so oft leider nie, ne? Also wenn alles klappt, dann ist der Bandit Commander gleich zu Ende. Laber nicht. 19 Schaden. Viel Spaß. Den werde ich haben, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstellen würde, würde ich seinen Kopf auch einfach in meiner Steinfaust zerdrücken. Aber wir müssen uns an die Regeln halten. Unsere Scoundrel hat übrigens bald ein Problem, wenn sie nicht unsichtbar ist. Ja, also ich kann mich nicht bewegen. Jetzt gleich und werde dann einmal vom Living Bones wohl ins Gesicht bekommen. Aber ich kann noch ein bisschen auf Range healen. Das heißt, Ja, vor allem muss ich früh ziehen. Ich kann nicht riskieren, dass der Bandit Commander vor mir dran ist, denn jetzt kommt mein Backstab Der Smoke Bomb. Aber zuerst werde ich Single Out aktivieren. Das ist eine daueraktive Karte. Solange bis sie aufgebraucht ist, denn für die nächsten 4 Angriffe, die Feinde zum Ziel haben, die nicht neben ihren Verbündeten stehen, bekomme ich +2 Attack. Ich schalte mir schon mal auf Active. Und dann kommt der Backstab. Der macht 3 Schaden. Ja. +2, wenn das Ziel neben einem meiner Verbündeten steht. +2, wenn das Ziel neben keinem seiner Verbündeten steht. Ist beides der Fall. Ja. Damit sind wir bei 3 und 2 und 2 sind 7. Ja. Zusätzlich 2 durch Single Out, weil er nicht neben seinen Verbündeten steht. Damit sind wir bei 9. Ja. Was verdoppelt wird, denn ich greife aus der Invisibility heraus mit der Smoke Bomb an. Damit sind das 18 Schaden. Jetzt zieh bitte richtig. Und er ist vergiftet. Damit sind das 17 und einer. Nein. Warte. Moment. Es gibt, glaube ich, eine Berechnungscheat, ne? Du musst erst. Nee, du verdoppelst erst. Erst wird addiert, dann wird verdoppelt. Und dann kommt ein Modifier drauf. Der Modifier kommt am Ende. Genau. Es sind also 18 minus 1 sind 17. Und einen Punkt extra Schaden durch das. Oh, Junge! Oder wird das Gift mit multipliziert? Das ist die Frage. Das muss ich jetzt nachschauen. Das machen wir mal. Ich guck gerade mal nach. Das ist das. Das würde nämlich entscheiden, ob er tot ist oder nicht. Boah, das wäre krass. Das ist die Multiplikation, ne? Das wird nicht beim Gift stehen. Das wird beim Gift stehen. Da steht dann nämlich, ob das auf die Attack Value draufgeschlagen wird oder ob das zusätzlicher Schaden ist. Wenn eine Figur vergiftet ist, fügen alle Gegner ihren Angriffen auf diese Figur +1 hinzu. Wenn eine Heilung. Hinzu! Das heißt, es wird auf den Schaden gerechnet und damit wird es fügen modifiziert. Fügen alle Gegner ihren Angriffen auf diese Figur +1 Angriff hinzu. Genau. Okay, ich lasse das mal großherzig, wie ich bin. Add Attack. Ja. Großherzig. Sind wir bei 20, ne? 20 minus 1. Genau, 20 minus 1 sind 19. Und Junge, damit Junge, ist er Junge. Am Ende. Ah, Coin. Wie viel Zeit hast du damit verbracht, dir das auszudenken? Sicherlich 5 Minuten. Meine Hochleistung. Respekt. Gut. Das nimmt uns gerade sehr viele. Junge, damit habe ich noch nicht gerechnet. Wir haben noch 4, 5. Ich hoffe jetzt, dass ich die Vermogern dahin. 4 Experience und ich musste nur 3 Karten verbrennen. Können die über die Obstacles rüber? Nee, die können die nicht angreifen, nein, oder? Nee. Wir müssen die jetzt also auf Range irgendwie. Wir müssen einfach warten, bis die verfaulen. Wir immer warten. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Gut, ein Problem für ein anderes Mal. Du bist durch. Dann ist der Quattro Tinkerer. Jetzt überlege ich, inwiefern wir uns. Ich werde mal mit meinem You and your adjacent allies add +1 attack to all your attacks this round. Das heißt, das betrifft mich und dich. Oder bewege ich mich? Ich bewege mich nicht. Der Tuba kann das sowieso schon durch.
Oh, ich bin auch nicht mehr unsichtbar dann. Das heißt, der Service Crackard wird. Service Crackard wird eine +1-Attacke bekommen. Und dann werde ich. Ist das Richtige, was ich jetzt machen wollte? Lass mich kurz gucken. Ja, genau, war das Richtige. Und dann habe ich eine Heal 3 auf Range 3. Ich glaube, Tuberkain, du brauchst die noch nicht, ne? Nein. Mach ich +3 auf mich. 1, 2, 3. Ich werde jetzt einen Schlag von den Living Bones abbekommen. Mit was schlagen die denn zu, diese Runde eigentlich? Living Bones. So. Tja. Mit -1. Also, war jetzt schon mal ganz gut. Das ist, was ist denn? Ist das eine Elite? Ja, ne? Das ist ein Elite Living Bones. Der schlägt allerdings mit -1 zu, macht damit einen Schaden Basis. Ist gar nicht so viel. Ja, das ist in Ordnung. Kannst du dir einen Schaden abziehen? Könnte mich. Er jetzt muss allerdings einen Modifikator ziehen vorher noch, der Living Bones. Stimmt, das so. Oh. Null. Macht da einen Schaden. Ein Schaden für mich. Living Bones sind durch. Living Corpses. Was machen die Living Corpses? Die machen eine Bewegung und eine Attacke. Sie können aber nicht handeln, ne? Wegen den Obstacles. Die unten können sich allerdings bewegen. Und zwar ein Feld. Stimmt, die dürfen wir nicht vergessen. Das sind die nächsten, die sollten wir jetzt gleich blocken. Dann sind die Living Corpses durch. Der Boss ist tot. Service Crackard. So, ich könnte mich hier hinstellen und könnte dann sowohl das Skelett als auch die Corpses angreifen. Allerdings würde da auch unser Scoundrel sogar 2 Schaden bekommen. 2 Schaden ist nicht das Problem. Das kann ich auch noch weghealen. Das kann ich noch hinnehmen. Stell dich mal dahin, ja. Hast du die Möglichkeit, mir nächste Runde alle meine abgelegten Karten zurückzugeben, weil ich nächste Runde früh dran bin und dann alle meine Karten abgelegt sind? Adjacent ally may recover all their discarded cards. One adjacent ally. Das wäre ziemlich gut. Dann muss ich neben dir stehen. Das ist nur ein Feld, was zwischen uns ist. Da ist die Münze gerade. Ja, genau. Dann lass mich auf die Münze stellen. Lass mich auf die Münze stellen und dann. Du kriegst aber noch +1 von mir, ne? Denk dran. Julian. Ja, wollte ich am Ende der Runde hinzufügen. So, dann wird diese Karte gelostet. Ich krieg einen XP und noch hat einer von den beiden einen Schild. Sonst bekommen sie beide 2 Schaden. Das Elite-Skelett hat einen Schild, nämlich Schild 1. Dann bekommt das nur einen Schaden, der kommt 2. Gut, schön, dass du es sagst. Und dann ich mach Short Rest. Ja. Warte mal, hast du mich geheilt? Ich bin voll. Ich hab dich irgendwann sicherlich mal geheilt, ja. Du hast keinen Schaden bekommen, einfach. Von wem denn? Ja, okay. Du hattest doch gerade eben was gesagt, deswegen, oder war das zu Tuberkain? Nee, ich werde jetzt gleich Tuberkain. Ich wollte gleich Tuberkain heilen, aber ich werde jetzt was anderes machen. Wenn Tuberkain nach Karten schreit, dann werde ich ihn weiter supporten. Ich muss Short resten. Dann kann ich nämlich gleich meinen Eliminationsfeldzug hier weitermachen. Wir müssen uns dann nur noch überlegen, wie wir diese Obstacles aus dem Weg bekommen. Ja, ich kann da eventuell auch gleich noch helfen. Schauen wir mal. Ich will die nicht losten. Ich will die ganzen guten Karten noch nicht losten. Die sind noch wichtig. Den hier. Gut. Hab was. Ach nee, ich hab nichts. Ah, oh, verdammt. Muss mich auch bewegen. Tuberkain, kannst du dich zu mir bewegen? Du musst dich zu mir bewegen. Du musst dich auf den Coin bewegen. Ja, ich kann erst die Living Bones angreifen und mich dann zu dir bewegen. Ja, musst du machen. Das war nämlich letztes Mal schon das Problem, dass es das untere Feld ist. Dann werde ich das tun. Dann fehlt noch ein Hyrulean. Ja, ich hab, also jetzt gehen mir ziemlich die Karten aus. Braucht jemand Heilung? Würde Heilung nehmen, wenn du hast. Uff, das ist jetzt gerade echt schwer. Ihr sollt nicht die ganzen Karten losten. Du wirst wahrscheinlich gleich selbst Heilung brauchen, weil die Living Bones und der Living Corpse gleich beide dich schlagen werden. Falls die Living Corpses sich bewegen können, werden dich sogar 2 Living Corpses schlagen, weil der eine nämlich hier hingeht und der andere sich in die Tür stellt. Nein, der bleibt da stehen. So, ich habe jetzt noch 2 Karten auf der Hand und 2 Karten, die discarded werden. Der bleibt da stehen, Tuberkain. Warum sollte sich die Living Corpse dann bewegen? Weil die sich taktisch bewegen. Nein. Also wenn er den Weg frei machen kann. Nein. Tun sie nicht. Also was Schaden kriegt, weil es verfault,
das darf sich auch nicht taktisch bewegen. Nein, es gibt keine taktische Bewegung. Die bleiben da stehen. Dann müsste der andere Bewegung 2 haben, wenn er durchlaufen würde. Genau, dann mit der Bewegung 2 hast du ein Problem, aber wenn sie das nicht haben, ist das okay. Der bleibt da dann stehen. Wenn sie das nicht haben, kriegst du nur 2 Schläge, höchstwahrscheinlich. Start round. Scoundrel, die 4. Ja. Ich werde zuerst mal meinen Flanking Strike gegen das Skelett führen. Das ist ein Attack 3 plus 2, wenn er neben meinem Ally steht. Und ich habe nach wie vor mein Single Out aktiv plus 2, wenn er nicht neben seinem Ally steht. Damit ist das ein Schlag mit 7. Gib ihm. Mit plus 1, das sind 8. Damit ist das Skelett tot. Gut. Bevor es sich selbst heilen konnte. Sehr gut. Mit dem unteren Effekt meiner Karte bewege ich mich ein Feld, nämlich hierhin. Das sind die Coins. Damit ist die Münze mein. Ich hätte auch Loot 1 machen können, um beide Münzen aufzunehmen, hätte dann aber meine Karten nicht zurückbekommen. Ja. So, dann sind die Living Bones dran. Es gibt keine Living Bones mehr, die Living Corpses sind dran. Haben die eine Bewegung? Oh, Junge. Erstmal kriegen alle einen Schaden. Alle sind 1, 2, 3. Habe ich schon. 4. Nee, hast du schon. Und dann machen sie jetzt einen Attack 2 mit einem Push 1. Können sie dann pushen? Ja. Ja, auf die Coin. Auf die Coin. Oh nein, schade. Aber sie bewegen sich. Du bist sich danach nicht. Aber dran. Also, ja, sie bewegen sich nicht, sie pushen dich einfach Push nur 1. Push 1, dann ziehen wir mal eine Karte für den hier. Die Münze bekommst du übrigens nicht. Die bekommst du nur, wenn du am Ende deines Zuges auf der Münze stehst. Genau, am Ende. Du musst den Zug da beenden, aber das wirst du wohl nicht tun. Du kriegst 2 Schaden, sie haben eine plus 0 gezogen. Okay. Living Corpses sind durch, die anderen können sich nicht bewegen, die haben trotzdem Schaden bekommen. Dann ist Savas Crackheart dran, 61. So, das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil jetzt kann ich eine Attack 3 mit Range 3 machen und muss noch nicht mal hier den Modifier. Genau. So, plus 1. Ausgezeichnet, dann ist er raus. Da bin ich sehr froh drüber und die letzte Karte, die lasse ich dann einfach verfallen. Genauso wie unsere Gegner hier verfallen. Und dann kann ich die Münze mitnehmen. So. Das war der schlechteste Wortwitz des Tages. Ein Schaden. Heal 2 mache ich nicht. Ich mache one adjacent ally may recover all their discarded cards. Ich bekomme 2 Erfahrungspunkte. Und ich bekomme diese Karte 5 losten. Karten zurück. Oh, ich hoffe, das hilft. Und ich summon jetzt einen Decoy, eine Harmless Contraption mit 6 Lebenspunkten, Geschwindigkeit 2 und die macht keinen Schaden. Ich bekomme dafür 1, 2. Sie wird auf den aktiven Stapel gelegt. Die anderen sind nicht mehr aktiv. Die sind schon lang weg. Ah, siehst du, da ist der Flamethrower. Siehst du? Den kriege ich nämlich auch gleich wieder als Okay, theoretische Frage. Wenn wir jetzt noch diesen Elite Living Corps ausschalten würden, könnten wir dann nicht einfach warten? Also einfach nichts tun, bis die hier verfallen? Können wir nicht, da wir nicht wissen, wie schnell die verfaulen und wir ja trotzdem jede Runde 2 Karten legen müssen. Wenn wir keine Karten mehr haben, also der letzte Spieler keine Karten mehr hat, dann sind wir tot. Besiegt, nicht tot. Wenn ich jetzt keine Karten mehr habe, bin ich dann tot? Also kann dann ich bist du besiegt. Dann du gehst dann nur AFK. Deine Ini ist immer bei 99. Du kriegst also als erstes aufs Maul. Aber solange wir das Szenario schaffen, ist das egal. Du bekommst dann trotzdem alle Belohnungen, die du bis dahin eingesammelt hast und auch die Endbelohnung. Nur wenn wir alle keine Karten mehr haben, ist das Szenario verloren. Dann sterben wir allerdings nicht. Okay. Ziehen wir mal hier sterben so tun wir nur, wenn wir alle besiegt werden. Also wirklich wir alle so auf 0 Lebenspunkte sind, dann sind wir tot. Das ist so ein kleines, so eine harmless creature, so ein Summon Decoy. Zieh ich einfach mal drauf, hat 6 Lebenspunkte. Beziehungsweise kann ich mal von hier an diesen Karten ranziehen. Gut, damit ist die Runde zu Ende. Junge, Junge, Junge. Okay, folgendes. Ich könnte mich jetzt hier in die Tür reinstellen. Müsste dann aber... Naja, Long Rest bringt mir nicht mehr als die Short Rest, außer da ich regeneriere, oder? Ja. Und du kannst dir aussuchen, welche Karte abgelegt wird, anstelle einer zufälligen Karte. Ja, okay, dann überlege ich, ob ich vielleicht sogar einen Schlag von dem Living Corps hier nehme, mich in die Tür reinstelle.
und dann die nächste Runde Long Reste. Du hast auch noch eine Minor Healing Potion, die hast du auch noch. Kann ich die benutzen, während ich Long Reste? Na gut, der wird mich sowieso nicht töten. Okay, nein, ja. Die kannst du aber in einem normalen Zug benutzen. Ja, aber er wird mich jetzt sowieso nicht töten. Range 3. 1, 2, 3. Das ist gut. Dann werde ich jetzt die Inkbomb benutzen. Ich schau mal, was dann passiert. Oh, das ist schön. Das ist schön. Oh, Freunde. Okay. Bin fertig. Freunde. Dann mal. Sind alle fertig? Nee, Frosty. Nein, noch. Frosty fehlt noch. Bin oben im Fang los. Egal. Gut, Start Round. Scoundrel 4. Ja, ich wäre nicht die Scoundrel, wenn ich mich nicht 5 Felder bewegen würde. 1, 2, 3, 4, 5, um dann mit Loot 1 die Kiste 67 an mich zu nehmen. Stille. Willst du uns nicht mal helfen oder so? Noch sind wir nicht fertig. Sie wäre nicht die Scoundrel. Ich wäre nicht die Scoundrel, wenn ich nicht die Kiste 67 Living Bones. Schnappen würde. Living Bones haben wir nicht. Living Bones haben wir nicht mehr. Quattro Tinkerer 18. Uiuiui, Freunde. So, dann kommt jetzt erst einmal Range 3. Mit Range 3 verschieße ich eine Farbbombe. 1, 2, 3 auf dieses Feld mit diesem Radius und das macht dann hoffentlich ein bisschen Schaden. Gain 1 XP for each enemy targeted. Ich erzeuge Dunkelheit. 1, 2, 3 Erfahrung. Und ich ziehe einen 2, 3. Junge. Gut. Der erste kriegt minus 1, sind 3, ne? 3 minus 1 sind 2. Ja, du machst bei einem Flächeneffekt ziehst du nur einen Modifikator. Gut, dann hatte ich den. Mehrere eins. Modifikatoren ist nur, wenn du hier mehrere Targets hast. Also wie der Crackhard hier zum Beispiel. Range 3, Target 2. Gut. Da bekommt jeder einen eigenen. Bei Flächeneffekten wird nur einer gezogen. So, dann waren sie auf 5. Ich mache 4 Schaden minus 1. Sind 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann überlege ich gerade, dann habe ich hier noch eine Attack mit Range 2. Habe ich die Range 2? Habe ich nicht, ne? 1, 2, ne, da stehen die Obstacles. Dann bewege ich mich nicht, ich lasse das Ganze verfallen. Okay, dann bin ich dran. Ich kann mich diese zwei Felder hier bewegen. Die Münze sammle ich gleich ein. Das wäre meine erste Karte. Move 2, all adjacent. Das und so, aber keine adjacent. Aber ich kann Earth createn. So. Hier wird discarded. Und dann kann ich Heal 2 mit Range 3 und Target 2 machen. 1, 2, 3. Dann kann ich. Der Tinkerer braucht, glaube ich, gerade keine Heilung. Kann ich die Scoundrel und mich 2 hochheilen? Ich muss Shortrest machen übrigens. Ja, genau das muss ich auch machen, oder ich jetzt eben Longrest in der nächsten Runde. Und ja, ich glaube, das war's dann. Ah, und ich krieg noch die Münze. Na komm schon, mach den weg. Quattro Tinkerer, Service Cracker. Ist der Living Corpse dran? Der Living Corpse macht Move. Macht er nicht? Attack plus 1 und Poison all adjacent enemies. Das ist der Service Cracker. Das wird übel. Einmal Monster Modifikator bitte. Dein Basisschaden von 5. Oh oh. Aber erst nach der Vergiftung. Nein, vor der Vergiftung. Genau, also er schlägt erst zu. Und vergiftet dann, genau. Genau. So, der hat einen Basisschaden von 5. Plus 0 sind 5 Schaden. Jetzt sehe ich mehr ab. Hast du irgendwas, womit du das rausblocken kannst? Achso, rausblocken. Ja, also ich hab noch einen Heal. Achso, genau, die Lederarmor hast du auch noch, ne? Was macht die? Ah, die schützt mich aber nicht in dem Sinne. Wenn der Attacker könnt ihr mal die Hände wegnehmen, ich sehe dadurch nicht. Disadvantage, ja, musst du mit Alt draufdrücken. Ja, stimmt, gute Idee. Disadvantage, du könntest also den Plus-Null-Modifikator mit Glück noch durch ein Minus oder durch ein Miss austauschen. Ja. Ja, mach es.
Ja, try. Ja, okay. Dann nehmen wir die 5. Ja. Die anderen tun nix. Dann ist Living Corpses durch, End Round. So, ich mache eine Long Rest. Warum denn eine Long Rest? Mach eine Short Rest, bitte. Ich kann keine. Ich muss jetzt mal gucken, weil ich habe nur noch hier Heals. Wenn ich mir die jetzt nicht aussuche, dann kann ich nichts mehr tun. Du kannst immer angreifen mit einer 2. Hat der Rüstung? Nein. Eine Long Rest ist nicht sinnvoll. Niemals. Okay, jetzt aber zu spät leider. Die Long Rest ist tatsächlich sinnvoll, wenn man Items zurückbekommen möchte. Das ist aber eigentlich auch der einzige Grund, warum man eine Long Rest macht. Außer man hat wirklich Karten, die man auf keinen Fall... Also mehrere Karten, die man auf keinen Fall verlieren darf. Merke ich mir fürs nächste Mal. Aber jetzt ist leider zu spät. Ich habe doch auch schon erzählt, dass das so ist. Denn... Ich hatte doch eben angesagt. Gut, was ist hier mit Flanking Strike? Ist das noch von dieser Runde oder ist das von letzter Runde? Oh, das ist noch von letzter Runde. Dann brauchen wir neue Karten von Dobek ein. Ja, kommen sofort. Hast du auf Long Rest gedrückt? Ja. Deswegen ist es ja jetzt leider schon zu spät. Scorner, die 10. Gut. Ja, ich werde mit den Throwing Knives eine ganz normale Zweierbewegung durchführen. 1, 2. Und dann einen Attack 3 Poison auf den Living Corpse. Er ist noch gar nicht gepoisoned, ne? Schade. Plus 0 sind das 3 Schaden für ihn und er ist vergiftet. Schaden musst du selber klicken. Erledigt. Dann ist der Tinkerer dran. Ich werde mich hier Move 2 und Heal All Adjacent Allies. Ich werde mich mal... Den nehme ich mal weg. Mich mal da hinstellen. Dann heal ich mich. Auch wenn ich die nicht brauche. Das ist in der gleichen Karte mit drin. Und dann werde ich mit einem Flamethrower attacken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie viele Lebenspunkte haben die Obstacles? Da muss ich zwei Lebenspunkte? Nein, ich glaube, die muss man separat zerstören, die Obstacles, mit einer Fähigkeit. Nee, dafür gibt's Karten. Mit den Karten kannst du dann zerstören. Ich möchte mit meinem Flamethrower zumindest den ersten Obstacle ansagen. Da wird wohl nichts passieren, aber die beiden hinteren werden dann gegrillt. Das sind dann mit Fire Create. Oder kann man... Wir müssen das nochmal nachgucken, ob man Obstacles zerstören kann. Werden wir nochmal nachgucken und ich werde es trotzdem jetzt mal ansagen. Die werden sonst so oder so verfaulen. Sind 3 und ich ziehe einen Modifier, sind 3 Schaden. Er ist tot. Gut. Und das war meine Runde. Living Corpse haben wir nicht. Doch, haben wir. Living Corpse macht Move und Attack. Können die sich auf die Coins bewegen? Ja. Wird er das auch tun? Corpse bewegt sich also hier vorne hin. Und der andere bewegt sich nicht. Und schlägt. Und zwar mit plus minus 0. Das sind 4 Basisschaden. Auf den Crackheart mit einem Modifikator von. Minus 2. Glück gehabt. 2 Damage. 2 Schaden. Warte. Sind 3 Schaden. 3 Schaden wegen vergiftet. Wegen vergiftet, genau. Habe ich schon mal auf dem Token eingetragen, dann musst du deine Lebenspunkte so nicht mehr machen. Entschuldigung. Okay, danke, ich schau gerade nach. Dann ist die Runde zu Ende und du regenerierst wieder 2 Lebenspunkte dazu. Ist doch 4. So, ich werde Short Resten. Jungs, das wird genauso knapp wie letztes Mal. Kriegt die Scoundrel diesen Living Corpse noch hin, dann... Achso, die sind ja beide schon tot. Okay. Einen haben wir noch. Kann sich der Tinkerer dann da hinten drum kümmern? Ja, ich mach. Okay, sonst hätte ich das jetzt auch. Nein, ich mach. Ja. Kümmer dich bitte um den Elite, dann sind wir fertig. Versuch. Jungs! Ich hab meine beste Karte verloren. Do it! Short Rest. Do it! Wie viel? Man musste 2 Schaden nehmen, um eine andere Karte wegzuwerfen, ne? Ich weiß es nicht, kann sein.
glaube ja. Das werde ich dann nämlich tun, weil mein Flanking Strike ist mir zu wertvoll. Rasten. Kurze Rast. Ey, es tut mir leid, Scoundrel, aber ich muss gerade ein bisschen auf den Putz hauen. Kann er einen Schadenspunkt hinnehmen und eine zufällige andere abwerfen? Ist es nur einmal pro Rast möglich? Nehme ich den einen Schadenspunkt hin. Oh, kommt. Kommt. Und werfe eine zufällige andere Karte ab. Wir schaffen das. Seid ihr durch? Achso, du musst noch... Wird's jetzt nicht warte, du musst noch discarden vorher. Da war noch eine nicht discarded. Oh. Willst du behalten, ne? Den Flanking Strike will ich behalten, genau. Na komm schon. Drei Karten, eine Runde hast du. Nee, gar nicht. Zwei Runden hast du noch. Schaffen wir. Und dann krieg ich die Karten von dir, dann geht's los. Warten Sie. Start round. Ah, nein! Ich wollte noch was ändern. Wolltest du Initiative ändern, oder was? Nee, ich will die haben. Entschuldigung, gut. Human Scoundrel 4. Ja, Flanking Strike, Attack 3, add plus 2 and gain XP, wenn adjacent zum Ally, was ja der Fall ist. Diese Karten. Und nach wie vor ist mein Single Out aktiv. Ist das so? Das heißt, plus 2, wenn er nicht adjacent zu seinem Ally ist, ist also ein Schlag mit 7 Schadenspunkten. Modifikator plus 1 sind 8. Damit ist dieser Living Corpse. Hast du den Gift auch noch mit drin? Ja, dann sind es 9, aber er hat eh nur noch 6 Lebenspunkte. Und ich wäre nicht die Scoundrel, wenn meine zweite Aktion nicht Loot 1 wäre. Achso, Loot 1, du willst dich gar nicht bewegen. Nee. Ah, dann ist der Tinkerer. Ich mach mal ein Range Attack mit Range 3, Attack 3 und zieh mal. Ah, 4 Schaden, wir haben gewonnen! Yes! Nice! Gut. Richtig gut. Epilog. Als ihr durchsucht, was von diesem Gemetzel übrig geblieben ist, findet ihr ein verstecktes Lager hinten im Raum, in dem sich die gesuchten Schriftstücke befinden. Ihr durchblättert sie kurz, aber sie sind in einer euch unbekannten archaischen Sprache verfasst. Allerdings findet ihr zwischen Schriftrollen eine Karte der nördlichen Umgebung. Eine Biegung im Still River. Im stillen Fluss, ist eindeutig als Besonderheit markiert. Wenn ihr mehr über dieses sogenannte Gloom herausfinden wollt, ist diese Flussbiegung vielleicht auch für euch interessant. Im Moment aber habt ihr Wichtigeres zu tun. Ihr rollt die Papiere zusammen und kehrt nach Gloomhaven zurück, um euch eure Belohnung zu holen. Beim Treffen mit Jack Serra im Sleeping Lion, im schlafenden Löwen, überreicht ihr die Dokumente und erhaltet die abgemachten Goldmünzen. Hört zu! Flüstert sie leise, dass ihr eure Worte in der Geräuschkulisse kaum verstehen könnt. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr einen weiteren Auftrag für euch haben. Ein Inok-Stamm im Dagger Forest im Dolchwald hat einige meiner Karawanen auf dem Weg in die Hauptstadt überfallen. Ich habe es der Stadtwache erzählt, aber sie unternehmen überhaupt nichts dagegen, faucht sie wütend. Ich kann euch ungefähr die Richtung ihrem Lager zeigen. Wenn sie in diesem Inok ein Exempel statuieren könntet, würde euch noch viel mehr als beim letzten Mal bezahlen. Sie legt eine grobe Karte des Waldes auf den Tisch und steht auf, wobei jede Bewegung ihren Schmuck zum Klirre bringt. Kommt zu mir zurück, wenn es erledigt ist.